Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Claudia Bosse. Ich habe eingeladen zu dieser Veranstaltung gemeinsam mit dem Brut. Und Toxic Ecologies ist der zweite Teil der Nomadic Theory Reihe Circular Ecologies. Das sind Hintergrundgespräche zu den Motiven der Performance, Oracle und Sacrifice in the Woods, die im Zusammenarbeit mit Brut, wie auch diese Veranstaltung, im Mai in den Praterwäldern aufgeführt werden wird. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Eduard Winter und der Sammlung vom Narrenturm, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen, dass die Sammlung, die pathologische Sammlung, uns ihr Wissen, ihre Räume und auch ihre Präparate für heute Abend zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß nicht, ob alle die Informationen bekommen haben, wer nicht von dem Pathologiekurs von der Gerlinde ist. Das wollte ich nur sagen, dass man, es werden im späteren Teil auch menschliche Präparate gezeigt. Also, und nur wer da vielleicht empfindlich ist, sollte sich davon dann fernhalten. Der ist ja ein Feind. Genau. Ich erlaube mir vielleicht so ein paar Worte noch mal vorher zu machen zum Thema und zu der Reihe. Irgendwie befinden wir uns ja gerade inmitten toxischer Narrative der nationalen Identität und Souveränität, der Expansion und Legitimität von Aggressionen, die Körper töten, wertvolle Infrastrukturen zerstören, politische Spiele mit atomarer Bedrohung, die Folgen für uns alle haben können. Biologische Waffen, die in unsere Körper eindringen und sie verändern. Es ist Krieg. Es sind Menschen getötet worden, viele Menschen und Häuser zerstört worden. Wir sind inmitten toxischer Narrative, kriegerischer Auseinandersetzung und der Politik von Blöcken, die wir längst annahmen, überwunden zu haben. Zwischen denen man angehalten wird, sich zu positionieren, für und wider. Jedoch das Gegen ist klar, gegen Krieg. Gegen kriegerische Auseinandersetzungen. Aber muss man deshalb sich für Nationen positionieren? Nationen als die alte Ordnung unserer Welt? Offen gesagt, das ist jetzt meine Meinung, bezweifle ich das. Jedoch, es gibt auch toxische Ökologien, die vielleicht die Zerfallsprozesse einer Weltordnung, einer Umwelt und von unseren Körpern in andere Zusammenhänge stellen können. Und in ökologische Transformationen, durch die wir vielleicht hinausgeraten können aus den eindeutigen moralischen Bewertungen, die immer wieder die gleichen Narrative und Zerstörung provozieren. Toxic Ecologies ist eine Fortführung von Circular Ecologies, ich habe es schon gesagt, in dem heute Atomsemiotik und das Verstehen der Auflösung und der Zerstörung von Körpern eine Möglichkeit werden, mit anderen Voraussetzungen die Zusammenhänge unserer Wirklichkeit zu denken. Vielleicht. Und die eindeutigen ideologischen und moralischen Verwerfungen zu verschieben. Diese Serie ist ein Experiment, in dem verschiedene Expertinnen in einen angewandten Dialog eingeladen werden, in dem sie ihr Wissen teilen, damit Nicht-Experten ihr Wissen und ihre Welt erweitern können, eventuell. Im Sinne eines fundamental anderen Verstehens unserer Umwelt, unserer Zeit, unserer Körper, und auch anderer Bewohnerinnen dieses Planeten, auch zukünftiger Bewohnerinnen vielleicht. Und die Eigenheiten und vielleicht Zeugenschaften dieser anderen Bewohnerinnen, ihre Strategien, ihre Weisen des Überlebens. Leben, die unsere Zeit, die Zeit eines Menschenlebens, häufig um Vielfaches überschreiten oder einfach anders leben und anders Stoffe verwerten. Stoffwechsel. Die vorangegangene Veranstaltung in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum, das war vor circa 3 oder 4 Wochen, befasste sich mit der Erinnerung der Steine und dem Gewahrwerden, dass die Zeit der Steine mit ihren vielen Milliarden Jahren seit der Entstehung unseres Universums, um vieles überschreiten. Und die Zeit des Menschen zu einem Krümel werden lässt. Wir eine kleine Randnotiz, die diesen Planeten verändert haben werden.
wir diese seltsamen Wesen, die aus dem Wasser kamen und nicht aus der Erde, wie die christliche Religion uns glauben machen will. Und wir, die als Reminiszenz unserer Herkunft Gehörsteine in unseren Ohren tragen, die uns das Gleichgewicht erlauben und den Schwindel, den man aufgrund der Ereignisse gerade wirklich haben kann, zumindest biologisch verhindern. Die Steine, die uns mit den Fischen verbinden. Und während die Landschaften unter uns mal andere waren, als sie jetzt sind, manche erinnern sich vielleicht, wir haben die Zähne des Hais bei uns vom letzten Mal. All dies sind Öffnungen der Arbeit von Oracle und Sacrifice in the Woods, eine nomadische Performance in den Praterwäldern, die vielleicht ein zeitgenössisches Frühlingsritual werden will. Ein Jahr verschoben, aber diesen Mai wird es tatsächlich so werden. Einladung eines angewendeten Denkens mit den Sinnen für andere Formen des Lebens, ja Zusammenlebens. An den Plätzen der Performance wird die nächste Veranstaltung, ich weise noch auf die nächste, bevor wir zu heute kommen, am 6. April, und zwar um 19 Uhr, eine Wanderung sein durch die Praterwälder, gemeinsam mit dem Waldökologen Douglas Goodbold, der unseren Arbeitsprozess begleitete, und Claudia Augustat, Kuratorin und Anthropologin vom Weltmuseum Wien. Der Titel der nächsten Veranstaltung wird sein Symbiose, Transformation, Ritual. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Aber heute Toxic Ecologies. Die heutige Veranstaltung verknüpft das vielleicht Giftige unserer Körper, die Zerfallsprozesse, wie wir vertrocknen, uns auflösen, was von uns bleibt und was vielleicht toxische Überbleibsel unserer Körper sind, wenn wir in der Natur verwesen, mit anderem Denken toxischer Ökologien, welches versucht, das Reinheitsgebot bestimmter Einsätze zu hinterfragen, wie vielleicht auch die Pilze in Tschernobyl, die in der Lage sind, Atommüll zu dekontaminieren durch ihr Wachstum und die Energie zu verwandeln. Leider ist auch die Atomsemiotik, die gewahr ist, dass wir toxische Substanzen erzeugen, die in mehreren tausend Jahren noch giftig sind, in den letzten Wochen, in den letzten drei Wochen wieder sehr virulent geworden. Das heißt, die Frage, wie wir Zeichen geben können, dass wir vergiftete Stoffe hergestellt haben, ohne zu wissen, wer diesen Abfall finden wird, welche Sprache sie sprechen. Aber ich möchte jetzt eingehen zum Ablauf heute. Das heißt, bevor ich die beiden Sprecherinnen vorstelle, es wird zwei Inputs geben, zunächst von Kilian Jörg und dann von Gerlinde Gruber. Mit dem zweiten Input werden wir uns langsam entlang von einigen Präparaten durch die Räume bewegen. Wir werden dann unten in die Schausammlung gehen und da enden mit dem zweiten Teil. Dann haben Sie die Gelegenheit, circa 10 Minuten, und dann bitten wir Sie, sich an die Tür zu halten, sich umzuschauen, weil dann möchten wir alle wieder einsammeln hier oben und zum gemeinsamen Gespräch zusammenkommen, wo zunächst Gerlinde Gruber und Kian Jörg sprechen werden und dann Sie herzlich eingeladen sind, Ihre Fragen und Anmerkungen anzubringen, also als eine offene Gesprächssituation. Aber heute... Gerlinde Maria Gruber ist, möchte ich sagen, eine, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine sehr leidenschaftliche Anthropologin und Fachärztin für Anatomie mit Spezialisierung auf Osteologie an der Karl-Landsteiner Privatuni in Niederösterreich. Zuvor hat sie auch in Wien gelehrt. Ihr Tätigkeitsbereich liegt im Körperspendewesen, in der Lehre, Sezierkurse, aber auch in der Wissenschaft. Als Anthropologin arbeitet sie am Department für evolutionäre Anthropologie der Universität Wien und hat Schwerpunkte der Osteologie und Neuroanatomie. Und jetzt beginnen wir mit Kilian Jörg. Das ist immer wieder die Frage, wie rum geht dieser Name mit Kilian Jörg. Er arbeitet künstlerisch und philosophisch zu Fragen des Klimawechsels. So eine Klimakatastrophe mit ihren Toxic Entanglements und auch den verschiedenen politischen Framings. Er hat übrigens auch diesen Titel von Toxic Ecologies mit inspiriert, möchte ich hier anmerken. Er ist Gründer des Kollektivs Philosophy und sowie Mitglied von Im Flieger. Es steht nur, das ist ein Filter. Philosophy Unbound. Sowie Mitglied von Im Flieger und des Research Clusters Stoffwechsel, Ökologie in der Zusammenarbeit.
Im Moment arbeitet er als Postdoc in Berlin im Sonderforschungsbereich zum Auto als Metapher für toxische Abhängigkeit von modernen Lebensweisen. Ich übergebe und freue mich auf den Abend mit euch gemeinsam hier. Bitte, Kira. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Ich bin auch jetzt sehr gespannt auf unser Gesprächs-Blind-Date, weil wir haben uns jetzt wirklich vor 5 Minuten kennengelernt. Genau. Es ist dann immer noch mal spannender, ob wir uns dann überhaupt was zu sagen haben. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was vor uns liegt. Jetzt ist die Fernbedienung vom Beamer verlegt worden. Ja, also die 10 Minuten Verzögerung aufgrund von technischer Gebrechen haben wir uns ja in den letzten 2 Jahren wohl alle gewöhnt auf Zoom, dass das immer so 10 Minuten braucht, bis jeder so sein Zoom laufen hat. Das bringe ich jetzt hier in die Realität zurück. Das ist ganz konventionell begonnen. Dafür möchte ich umso unkonventionell vielleicht für diesen Rahmen weitermachen, und zwar mit einem Gebet. Genau, falls ihr auch betet, dann gerne eure Gebetssituationen einnehmen, ansonsten einfach zuhören. So, lasst uns beten. Ein Schluck von diesem schwarzen Trunk, ein knisterndes Behältnis sich verschließender Faust. Du wirst mich überdauern, Flasche Coca-Colas. Ein Stratum willst du bilden, zuerst mobil und das ozeanische Getier verschlingend, später den Boden als Folie überziehend, Zeitkapsel, Überdauerungsgarant der schwindenden Kultur. Du, die kommuniziert mit den Nächsten, Botschafterin der glatten Länder, von der so viele abgerutscht. Wohin sollen wir dich senden? Was Bedeutung willst du übermitteln? Singt der irdene Erbe dein schlierig Lied? Das Gift hat unser Leben gemacht zum Garten Eden. Dankend senden wir dich hin, du Uniform der Karbonierten. Richte Grüße an die Neuen, die Durchdringung dann gelingt. Das ist eins der 14 Gebete des künstlerischen Forschungsprojekts Toxic Temple, welches sich mit Anna Werchbaumer, die auch sitzt, entworfen hat. Und was so der Ausgangspunkt ist für die Gedanken, die ich euch hier gemeinsam vorstellen möchte, ist. Und zwar werden wir uns ja hier über das Verhältnis zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit unterhalten, welches in seiner klassischen Interpretation ein klassisch religiöses Thema ist. Das heißt, in der klassischen Religion ging es immer ein Trachten für das Ewige. Man wollte irgendwie eine Verbindung zur Ewigkeit herstellen. Gegen die Vergänglichkeit des irdenen Körpers hat man verschiedene Himmelsreiche imaginiert, um dahin zu gelangen. Man hat Kathedralen gebaut, sixtinische Kapellen vollgemalt, um eine Verbindung zur Ewigkeit herzustellen. Wie wir wissen, hat sich in der Moderne dieser Transzendenzglauben ein bisschen abgekühlt. Wir haben sozusagen den Gummihandschuh uns zur Transzendenz aufgesetzt und die Verbindung klappt nicht mehr so gut. Das heißt, wir glauben vielleicht nicht mehr so klassisch an den Himmel. Das vielleicht Paradoxe in dieser Situation ist, dass wo früher die Ewigkeit, eine Verbindung zur Nachwelt, der Nachwelt ist etwas zu hinterlassen, vielleicht die große Aufgabe und auch der große Zweifel der Religion war, diese Sorgen machen wir uns gar nicht. Wir haben wissenschaftlich wirklich sehr gut abgesichert, dass wir für Jahrtausende noch Spuren in der Ewigkeit hinterlassen werden durch unsere Handlungen. Doch hat sich da so ein bisschen die Konnotation verschoben und es ist jetzt nicht mehr so das prächtige Himmelsreich, was wir da sehen,
sondern es sieht mehr so aus, was wir danach hinterlassen. Das ist unsere Botschaft an die Ewigkeit. Und das ist eine der Themen, die mich und uns andere im Toxic Temple sehr interessieren. Was passiert eigentlich im sogenannten Anthropozän, wenn diese ewige Menschheitsfrage nach der Verbindung zur Ewigkeit auf einmal gelöst ist, einfach gelöst ist, aber unter dem relativ schrecklichen Vorzeichen wandelt, dass das eigentlich die ökologische Katastrophe bedeutet und nicht die himmlische Erlösung. Das heißt, die Ewigkeit ist zur Sorge geworden. Wir haben keine Sorge zur Ewigkeit mehr im Beten, sondern die Ewigkeit ist unsere Sorge geworden. Wir müssen ein Verhältnis zu dieser herstellen. Das ist vielleicht die Situation, die wir im Anthropozän erreicht haben, dass wir unseren Planet immer mehr in toxische Materialien einwickeln und überlegen müssen, wie kommen wir damit zurecht und wie kommunizieren wir die Ewigkeit. Das ist das Projekt Toxic Temple, in dem wir intuitiv nachforschen, was verschiebt sich da eigentlich an großen Kategorien, wenn wir wenn wir Sachen hinterlassen, die, jetzt wiederhole ich mich, die in der Ewigkeit dastehen. Warum Religion und nicht bloß die Wissenschaft dazu? Ich habe hier eine Definition von Michel Serre für Religion rausgeschrieben, die dafür vielleicht interessant ist. Das Wort, der Wortstamm, der etymologische Wortstamm von Religion heißt Religere, das heißt sowas wie Wiederlesen oder auch Zusammenlesen. Das heißt, die Religion hatte immer die Funktion, Sachen, die auseinanderstehen, also unser körperliches Verhältnis zum Planeten und dessen Transzendenz zusammenzulesen. Und der Gegenbegriff, der klassische Gegenbegriff zur Religion ist die Nachlässigkeit. Das ist das, was wir nicht vernachlässigen, ist der Gegenstand religiöser Verehrung. Und hier erleben wir im Anthropozän, in der ökologischen Krise, gerade diesen Bedeutungswandel. Das, was wir bisher vernachlässigt haben, also den ganzen Müll, wird in einem ökologischen Denken immer mehr Gegenstand der Aufmerksamkeit. Und im Toxic Temple überspitzen wir dieses Thema zu einer gewissen Weise und schauen, was spitzt sich zu, wenn wir dem einen religiösen Fokus geben und damit einen Blick auf die Ewigkeit werfen. Genau. Dieses Projekt hat seine Vorläufer. Was ihr hier seht, ist Onkalo in Finnland, das erste fertiggestellte Atomendmülllager, wo der Atommüll, den wir in den letzten 50 Jahren durch die weitgehend friedliche Nutzung von Atomenergie hergestellt haben, gelagert werden muss. Bei der Atomendmülllagerung haben wir letztendlich zwei verschiedene Probleme. Das eine ist ein Ingenieursproblem. Das heißt, wie bauen wir ein Bauwerk, was für die konservativ gerechnet 100.000 Jahre, die wir brauchen, um einen Atommüll sicher zu lagern, dem Stand hält? Also dass Witterung, dass Erdbewegungen, tektonische Plattenverschiebungen das Endlager nicht zerstören, dass der atomare Müll, der einen extrem toxischen Einfluss auf Leben hat, wir alle wissen, dass das nicht eindringt. Das ist, sage ich mal, das erste Problem, das Ingenieursproblem, das ist das Problem der Baukunst. Das zweite Problem, was die Atomsemiotik, die du schon angesprochen hast, betrifft, ist ein Kommunikationsproblem. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, ein Atomendmülllager so zu bauen, dass es für 100.000 Jahre safe ist, etwas, was man auch anzweifeln kann, denn wir wissen, halten unsere Bauwerke im Durchschnitt ungefähr 50 Jahre, stellt sich trotzdem die Frage, wie halten wir intelligente Lebewesen, seien das jetzt Menschen oder nicht humanoide Lebewesen, davon ab, dorthin zu gehen. Dafür müssen wir kommunizieren mit dieser Nachwelt. Wir brauchen eine Kommunikation in unglaubliche Fernen, zeitliche Fernen, die wir noch nie gedacht haben. Claudia hat mich gebeten, das grafisch darzustellen, wie das aussieht, und deswegen darf ich jetzt diese wunderbare Schwarzfarbe hier präsentieren. Ich habe mir jetzt extra ausgedacht, wie kann ich das grafisch darstellen. Danke, dass du es machst. Ich finde die Tafel so schön. Atommüll ist mindestens, wie gesagt, konservativ gerechnet, 100.000 Jahre giftig. Ich habe das versucht darzustellen, sagen wir, ein so ein Ding sind 10.000 Jahre, das heißt, wir brauchen 10 davon. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Das in meiner wunderbaren grafischen Darstellung sind 100.000 Jahre. Und über diesen gigantischen Zeitraum müssen wir hier im Jahre 2022 uns überlegen, wie kommunizieren wir an die Leute im Jahr 2022, dass wir eine radioaktive Gefahr haben. Das Problem ist, die ältesten Schriftarten, die wir haben, also die sumerische Keilschrift, ist ca. 5000 Jahre alt. Das heißt, das ist die Hälfte von so etwas, das ist hier. Das heißt, das können wir gerade noch irgendwie entziffern. Auch nicht alles, aber mit Ach und Krach. Das heißt, die epochale Aufgabe der Atomsemiotik ist, über das 20-fache von schriftlicher Kulturgeschichte, die wir haben, zu kommunizieren und zu spekulieren, was für eine Kommunikationsform, was für eine Schriftform kann für die Menschlichkeit unvorstellbare Weise bis hierhin die Kommunikation sicherstellen, dass das hier Gefahr liegt. Das Problem ist auch, das ist keine sehr gegenständliche Gefahr, das ist jetzt kein Tiger, der anfällt, sondern das ist Radioaktivität, das ist ein Phänomen, was wir erst vor einem knappen Jahrhundert verstanden haben und sich jetzt auch nicht leicht in Bildern darstellen lässt. Wie kommunizieren wir das? Das Forschungsfeld der Atomsemiotik hat sich in den späten 70er Jahren gegründet, nach einem Call vom American Journal for Semiotics. Und es haben sich auch relativ berühmte Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel Stanislav Lem, damit gekümmert. Und das Interessante ist da, dass an dieser extrem großen Forschungsfrage die Felder Kunst, Spekulation, Wissenschaft und Religion zusammenfallen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, indem ich euch ein paar Beispiele gebe, was die Vorschläge sind, wie man die Gefahr des Atommülls über eine so lange Zeit kommunizieren kann. Ich beginne mal ganz einfach über das Design, wie diese Stätten aussehen könnten. Das heißt, das ist meine Designfrage, was baue ich da darüber, was so lange halten kann, was kommuniziert hier, sollte ich nicht hingehen. Slide jetzt unkommentiert durch ein paar Wettbewerbsvorschläge, durch wie das aussieht. Und ich finde, diese Größe und was sie kommunizieren, hat etwas, was in diese Art toxische Religiosität, die mich geht, auch geht. Das ist der sogenannte Spike Garden. Das heißt, hier trifft Forschung wirklich Spekulationen. Das schaut aus wie in Star Trek, ist aber ernste Wissenschaft. Und natürlich gibt es auch die Diskussion, sollte man das überhaupt irgendwie markieren oder müssen wir nicht eher darauf hoffen, dass die Leute einfach nicht drauf kommen oder zu blöd dafür sind. Das ist auch ein ernsthafter Gegenstand davon. Genau, diese schon sehr absurden baulichen Vorschläge sind aber wirklich noch das Banalste und Basalste, was in der Atomsemiotik entwickelt wurde. Ein sehr berühmtes Beispiel innerhalb der Atomsemiotik ist die sogenannte Raycat Solution, also die Strahlenkatzenlösung. Die schlägt vor, dass man Katzen sind in sehr vielen menschlichen Kulturen Gegenstand von fast religiöser Verehrung, wie sich auch in Katzenvideos heute zeigt, dass man Katzen genetisch so manipuliert, dass sie in der Nähe von radioaktiver Strahlung ihre Farbe ändern. Das ist ein ernsthafter Vorschlag und dass man dadurch irgendwie draufkommt, dass man da nicht hingehen sollte. Hier ist das auch grafisch dargestellt. Irgendwie muss man das auch tradieren, dass die alten weisen Menschen tradieren, wenn die Katze die Farbe wechselt, sollte man eher dort nicht hingehen. Stanislav Lem hat zum Beispiel vorgeschlagen, und hier kommen wir dann wirklich zur Religion, dass wir im besten Falle eine sogenannte Atompriesterschaft entwickeln. Das heißt, wie wird Geheimwissen über möglichst lange Zeit tradiert? Das ist wie im Vatikan oft ein kleiner Kreis von einer Elite, die dieses Geheimwissen sakral überhöht weiterführt. Und so kann man eben das Wissen über radioaktiven Müll selbst nach einem kulturellen, zivilisatorischen Verfall noch weiterhin bringen. Da muss ich dir gar nicht mehr erklären können, was Radioaktivität ist, aber nur wenn die Katze die Farbe wechselt, dann dort nicht hingehen.
Es gibt noch tausend andere verrückte Vorschläge. Ich erwähne noch zwei. Eins ist, dass man einen künstlichen Mond in den Himmel schießt, der auch irgendwie darauf hindeutet, wo das ist. Der Mond ist natürlich auch immer ein religiöses Anbetungsgegenstand. Dasselbe mit Katzen gibt es auch mit Gänseblümchen, die man genauso genetisch manipulieren soll, dass wenn sie in der Nähe von radioaktiven Feldern sind, die Farbe wechseln. Genau. So viel also, wie Religion und toxische Ökologien zusammenkommen und vielleicht auch fruchtbar über diese langen Dauern, die wir eben mit der irdisch gewordenen Ewigkeit, die unser Müll für die Erde darstellt, umgehen können. Ich möchte jetzt wieder zurück zum Thema des Toxic Temples gehen und fragen, wie können diese großen Ausflüge ins Spekulative, wie die Atomsemiotik oder der Toxic Temple machen kann, wie können die unser aktuelles Ökologiedenken inspirieren und informieren? Und hier hilft mir wieder diese Cola-Flasche, die ich jetzt, ich habe sie vorher geschüttelt, damit ich nicht so rülpsen muss, ausgetrunken habe. Dieses Coca-Cola hat Zero Zucker und keine Kalorien. Steht auch noch drauf, es hat keine Fettsäuren, kein Zucker, kein Salz oder einen Brennwert von 2,3 Kilojoule oder einem Kalorien, also auch 0% des Tagesbedarfs. Warum sage ich das jetzt so ausgedehnt? Ich finde, dieses Zero, kein, ist paradigmatisch für unser ganzes Verhältnis zur Ökologie. Wir haben den Begriff des Carbon Neutrals. Unser ökologischer Fußabdruck soll möglichst klein sein. Das heißt, eigentlich haben wir ein Verhältnis zur Natur, zur Ökologie, wo wir uns möglichst zurückhalten sollen, möglichst keinen Abdruck haben sollen. Das heißt, wir haben ein sehr negatives, schuldbehaftetes Verhältnis, wo wir eigentlich nur in Sünde zum Irdischen stehen und irgendwie dieses Verschmutzen, es ist schmutzig und wir müssen uns davon reinhalten, indem wir in irdischere, bessere Sphären gehen. Ich habe es jetzt so ausexerziert, weil das wird jetzt wahrscheinlich schon bei manchen andere Erinnerungen geweckt haben. Das ist ein Puritanismus, der uns irgendwie ans Christentum erinnert. Und ich glaube, hier ist das Problem in dem majoritären Ökologieverständnis, was uns prägt. Die Ökologie, wie sie uns kommuniziert wird, wird uns meistens in Zahlenregimen zugetragen. Das sind zwei Seiten aus dem Toxic-Temple-Buch, was bald rauskommt, in dem das versucht wird darzustellen, dass das Anthropozän in Zahlenreihen von wann, wie viel CO2 in der Luft ist, etc. Ich muss es hier gar nicht im Detail drauf eingehen, ihr könnt es gerne lesen. Das Problem ist, wenn wir das Ökologieproblem hauptsächlich in Zahlen fassen, bleibt es rein abstrakt und wir können keine sinnliche Verbindung zu diesen Problemen aufstellen. Und dadurch reproduzieren wir diese Trennung zwischen Körper, Geist, zwischen Natur, Kultur, die das Christentum eigentlich vorgebracht hat und die uns eigentlich auch in das Problem reinmanövriert hat, weiter, weil wir keinen sinnlichen Bezug dazu haben und bloß ein rein negatives Verhältnis zu ökologischen Schaden haben, in dem wir uns möglichst zurücknehmen müssen. Warum ist das ein Problem? Warum befördert vielleicht so ein ökologisches Handlungsparadigma nicht wirklich die Lösung? Warum entfremdet es uns mehr von der Natur? Wenn wir in die sogenannte Natur schauen, schauen wir uns zum Beispiel eine Buche an. Eine Buche ist ungefähr das verschwenderischste Lebewesen, was man sich vorstellen kann. Also wenn ihr mal unter einer Buche wart, wie viele Bucheckern da liegen, wie viele da an Millionen Bucheckern rausgeworfen werden, damit eine weitere Buche entsteht, das ist jetzt wirklich nicht sehr eco-friendly und carbon-neutral, sondern da wird ganz viel rausgeraubt. Das ist Verschwendung, ist ein großes Element der Natur. Und dieser Puritanismus ist eher ein Kulturgut, was sich in der Moderne des Industriekapitalismus rausgebildet hat und diesen rausgebracht haben. Das heißt, das Problem ist, warum ist unsere Verschwendung, warum ist unsere Müll wie diese Cola-Flasche, die wir dann auch in die Natur werfen, ein größeres Problem als die Bucheckel, die Buche produziert? Wir wissen, das alles ist Plastikmüll. Und das Problem ist es auch nicht
für die Natur in sich, weil wir auch wissen, gibt es schon Mikrobakterien, die auch schon langsam beginnen, Plastik zu zersetzen. Das heißt, das Problem wird sich in den, sagen wir mal, 100.000 Jahren, die auch die Atomsemiotik beschäftigen. Das Problem ist, der Lebenskontext für uns wird dadurch kaum mehr belebbar. Ansatz, den ich sehr sympathisch finde, dieses negative, rein negative, schuldbehaftete Ökologieverhältnis zu überkommen, ist das sogenannte Cradle-to-Cradle-Verfahren von Michael Braungart. Ich weiß nicht, wie viele es hier im Raum kennen. Das versucht eben nicht, möglichst wenig Müll zu produzieren, sondern das ist ein Produktdesign-Ansatz, der versucht, möglichst alle Produkte so zu designen, dass es einen ökologisch positiven Effekt hat, wenn man es wegspeist. Das heißt, wir müssen unsere Produkte wieder so designen, dass sie wieder Lebensmittel, dass sie wieder Düngstoff für andere sind, wenn wir sie der sogenannten Natur zurückgeben. So viel dazu. Ich glaube aber, dass wir bei unseren sogenannten Toxic Ecologies noch ein bisschen weitergehen müssen, um wirklich unserem massiven ökologischen Problem auf die Spur zu kommen. Und das ist, dass wir vielleicht auch eine Art Zerstörungstrieb, einen globalen Zerstörungstrieb haben und diesen auf eine Art affirmieren und kultivieren lernen müssen. In short, ich glaube, wir müssen irgendwie affirmieren, dass wir hierin auch eine Art Schönheit finden, dass wir das schön finden. Und warum ist das so? Ich hole jetzt noch abschließend aus zu einer Literatur, die versucht, diesen Verschwendungskult theoretisch zu erfassen. Das ist vom französischen Philosophen Georges Bataille, La Part Maudite heißt es auf Französisch, der verfemte Teil auf Deutsch. In diesem macht er eine allgemeine Theorie der Verschwendung auf und geht von der Mikrobiologie ausgehend davon aus, dass jedes Lebewesen in letztendlich zwei energetischen Bewegungen arbeitet. Das ist Energie aufnehmen und Energie abstoßen. Und Georges Bataille arbeitet wirklich auf relativ eindrucksvolle Art heraus, dass dies vom Mikrobiom über jedes Tier bis zum Menschen sich durchzieht und dass dann etwas passiert in der industriekapitalistischen Moderne, dass auf einmal der Verschwendungspart, dass das notwendige Abstoßen von Energie verfemt wird. Bataille stellt heraus, dass in früheren menschlichen Kulturen Verschwendung immer ein Teil der Kultur war. Das ist die Orgie, das ist das Opfer, das ist der Potlach. Das heißt, Verschwenden war immer ein Teil der Kultur, das war immer notwendig, dass man Energie abtritt. Nur im Puritanismus wird das verfemt, kommen Sexualmoral in hegemonialen Form auf, gilt nur mit der stille Gebet und nicht die große Orgie, nicht der große Opferritus. Und das Problem ist, was Georges Bataille darstellt, ist, dass Bataille sagt, wir müssen aber irgendwo diese Energie wieder loswerden. Wir können nicht nur Energie akkumulieren. Es kann nicht alles immer in Effizienzzyklen sein. Alle Energie muss effizient verwertet werden, wie das der Kapitalismus will. Sondern irgendwie muss diese Energie wieder abgestoßen werden. Und das Problem ist, wenn wir das nicht kultivieren, wenn wir dafür keinen kulturellen Outlet entwickeln, wie das aus Opferritus war, dann kommt das in anderen katastrophalen Verhältnismustern raus. Bataille hat dieses Buch 1946 veröffentlicht, also ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Analyse ist, dass der Zweite Weltkrieg großteils deswegen entstanden ist, weil wir es verlernt haben, Energie alltäglich kulturell zu verausgaben. Und deswegen ist es quasi so hintenrum als ökologische, als Kriegskatastrophe rausgekommen. Und ich glaube, dass man dieselbe These auch auf die heutige majoritäre Ökologie übersetzen kann, dass wenn wir es nicht schaffen, Orte des gesunden Verschwendens, des gesunden Energieabstoßes zu entwickeln, dann kommt die ökologische Katastrophe, in die wir immer mehr reinstürzen, raus. Genau. So viel an kleinen Inputs zu toxischen Ökologien und unseren Verbindungen zu Ewigkeiten und wie wir die Schönheit am Verschwenden kultivieren müssen. Ich lese noch ein zweites kleines Gebet vor und übergebe dann Gerlinde. Lasst uns auch aus diesem Kelch trinken, mit schäumenden Rändern am Todestrieb. Unter diesem Menschenhimmel zeigt sich im Gift der neue Horizont. Kaktusse mit abstrakten Visionen, Trauben aus betäubend Lärm,
Gräser für den Kichern taumel. Nichts wächst mehr auf diesen Böden. Der Rausch kommt vom anderswo. Jenseits des gesunden Equilibrium. Diesseits des absonderlichen, abgestoßenen. Dem zerstörerischen Gott erhöre uns. Im Hier und Jetzt, viraler denn bislang angenommen. Magst du auch mehrere sein? Wir zersetzen uns im molekularen Fleisch. Durchdrungen von Synthetika, der Puls rast über Plastikbahnen, schaltet den Abgrund das große Loch, Sehnsuchtsort aller, Schiefers Lächeln trotzt. Neue Allianzen mit den Deinen, Verbindungen der freien Radikalen, Aufgang Krebs, du langsamer Verfall, Trabanten neuer Ordnung, Jubel, bersten bisheriger Natur. So viel zu meinem Input. Abnehmen muss, damit sie mich sehen. Ich bin es in Zeiten wie diesen schon gar nicht mehr gewohnt, dass sie mein Gesicht sehen können. jetzt kommt mein Input. Ich komme aus einer ganz anderen Welt wie der Kilian und ich möchte Sie heute auf eine Reise in diese Welt mitnehmen. Und Sie werden sehen, das ist vielleicht etwas, was viele von Ihnen noch nicht kennen und womit man eigentlich jetzt alltäglich nicht unbedingt zu tun hat. Ja? Deswegen gleich vorweg einmal eine kleine Warnung. Ich wurde gebeten, zu erklären, was mit dem Körper nach dem Tod passiert. Ja? Und der Körper zerfällt. Teilweise schaut es halt nicht besonders schön aus. Das heißt, wenn es Ihnen zu explizit wird, bitte einfach wegschauen, weil ich werde sehr explizit zeigen und erklären, welche Zerfallsprozesse mit dem Körper passieren. Also nur eine kleine Warnung vorweg. Ja, wer von Ihnen hat denn schon einmal eine frisch verstorbene Person gesehen? Ja, also fast alle. Ich sehe viele Hände oben. Und wenn Sie jetzt an diese frisch verstorbene Person denken, wahrscheinlich war das jemand, der Ihnen nahegestanden ist, jemand, den Sie gut kannten, da verändert sich ja was. Man schaut diese Person an, man kannte diese Person vielleicht gut, aber auf einmal sieht man diese Person und irgendwas ist anders. Man kann vielleicht nicht mit dem Finger drauf zeigen, man kann jetzt vielleicht nicht benennen, was da anders ist. Aber da werden schon die ersten Prozesse schlagend, die diesen Körper, nachdem die Seele diesen Körper verlassen hat oder im Verlassen begriffen ist, verändert. Also das beginnt schon im Sterbeprozess und quasi wenige Sekunden, Minuten, Stunden nach dem Tod. Und wenn Sie sich jetzt hier die Frau Taube anschauen, Frau Taube ist 44 Jahre alt geworden und an Krebs verstorben. Und wenn Sie jetzt schauen, das rechte Foto, das ist nur knapp 2 Monate nach dem linken Foto aufgenommen worden. Ihre Gesichtszüge sind dieselben, aber irgendwas ist anders. Wahrscheinlich können Sie nicht genau benennen, was da mit dem Gesicht passiert ist. Das heißt, die große Frage ist, was passiert jetzt mit uns? Was passiert mit diesem Körper, mit dieser Hülle? Weil es ist ja eine Hülle. Das Individuum machen ja noch viele andere Dinge aus, wenn wir sterben. Und das ist eben jetzt die Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen werde und dass ich Ihnen jetzt zeigen möchte, was passiert mit dieser Hülle, rein biologisch. Dazu muss man natürlich wissen, dass es nicht so ist, dass, keine Ahnung, der Mensch hat jetzt einen Herzinfarkt, fällt quasi tot um. Na, so funktioniert das nicht. Es ist nicht so, dass plumps tot geht. So funktioniert es nicht.
wir durchlaufen Phasen des Sterbens. Also es ist nicht so, dass man von einer Sekunde auf den anderen einfach, ja zack, verändert tot. Das ist ein Prozess, der in mehreren Phasen abläuft. Zuerst kommen wir wahrscheinlich in den klinischen Tod. Das heißt, langsam wird der Kreislauf langsamer, das Herz schlägt langsamer, die Atmung beginnt auszusetzen. Dadurch zirkuliert das Blut nicht mehr so schnell, wie es üblicherweise beim gesunden Menschen der Fall wäre. Dadurch kommt es zu einer Stase. Das heißt, der Blutfluss verlangsamt sich und das Blut sackt in die Gewebe ab. Irgendwann wird das Herz zu schlagen aufhören. Ein Atemstillstand wird eintreten. Das ist dann der klinische Tod. Da lebt aber das Gehirn noch. Das dauert dann weitere Sekunden bis Minuten, bis der Hirntod einsetzt. Und erst wenn das Gehirn, unser zentrales Zentrum, unser, was uns ausmacht, unser Bewusstsein, unseren Geist, erst wenn das stirbt, sind wir auch hirntot. Das heißt, da kommt es zu einem irreversiblen Ausfall unserer Hirnfunktion. Das heißt, wenn der Hirntod eingetreten ist, kann ich die Person nicht mehr reanimieren, ich kann sie nicht mehr zurückholen. Ich kann vielleicht jetzt noch den Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System anregen, reanimieren, aber die Person ist tot. Aber wir sind noch immer nicht ganz tot. Da muss dann erst der biologische Tod eintreten, weil es dauert dann noch eine gewisse Zeit, bis die letzte Zelle in ihrem Körper wirklich verstorben ist. Und da kommt es jetzt sehr stark darauf an, von welchen Geweben wir reden. Ja, es gibt empfindlichere Gewebe und es gibt welche, die länger überleben. Und diese Zeitspanne zwischen dem Individualtod, bis Sie als Individuum, Ihr Geist erloschen ist, bis zum Absterben Ihrer letzten Zelle, das nennt man intermediäres Leben. Und das kann bis zu 2 Tagen dauern. Und das ist, wie gesagt, doch eine sehr lange Zeitspanne. Und jetzt muss man sich überlegen, so, was passiert da jetzt genau? Wie ist es mit diesen Gewebe? Und ich finde diesen Satz von diesem Palliativmediziner, von Gian Domenico Barraso, so schön. Denn was wir sicher wissen ist, dass der Mensch nicht auf einmal stirbt. Und ich finde das sehr treffend, weil es ist ja ein Prozess. Was glauben Sie? Welche Gewebe oder welches Organ ist das erste, das vom Tod betroffen ist? Was glauben Sie? Was ist das Empfindlichste im Körper? Was glauben Sie? Kleiner Tipp! Richtig, das Gehirn. Was glauben Sie, wie lange kann so ein Gehirn ohne Schaden, ohne Sauerstoff überleben? Stunde, 2, 3, weniger, halbe Stunde? 4 Minuten haben wir gehört. Ja, mit 4 Minuten wird es schon ziemlich kritisch. Nach 10 Sekunden werden Sie bewusstlos. Nach 3 Minuten sterben die ersten Neurone ab. Da wird es dann schon kritisch. Und nach 10 Minuten ist Ihr Zerebrum tot. Wenn wirklich keine Sauerstoffzufuhr funktioniert, also es geht relativ schnell. Nach 10 Minuten haben Sie einen irreversiblen Hirnschaden. Was glauben Sie, ist das nächst empfindlichere Organ? Denken Sie? Ja. Ja, genau. Der Herzmuskel ist ein Gewebe, das irrsinnig viel Sauerstoff braucht. Ja? Da haben Sie ca. 30 Minuten Zeit, bis das Herz wirklich verstirbt. Darauf folgt dann die Lunge, die Lungenzellen plus minus 1 Stunde, Niere und Leber 2 Stunden. Muskeln sind zäh. Ja? Die können bis zu 8 Stunden nach Erlischen der Funktionen weiterleben. Totenstarre setzt in den kleinen Muskeln, Kaumuskeln, mimische Muskeln, Augenlider schon in etwa nach 1 Stunde ein, aber große Muskeln, setzt sich von oben nach unten fort, das dauert, ja, also bis zu 8 Stunden. Und dann gibt es Zellen, die noch 2 Tage überleben können. Haut, also na, da bin ich noch gar nicht, Darm bis zu 24 Stunden, Darmzellen, aber Hautzellen. Ihre Haut ist ein irrsinnig bradytrophes Gewebe, Gewebe, das ziemlich wenig Nährstoffe, Sauerstoff und so weiter braucht. Die brauchen ziemlich wenig zum Leben, bis zu 2 Tage nach ihrem Tod. Das heißt, es kann bis zu 2 Tage dauern, bis sie wirklich, bis ihr gesamter Körper verstorben ist. Faszinierend, oder? Ja, langer Zeitraum. So, ich habe Ihnen da mal ein Beispiel mitgebracht.
das da ist ein gesunder Herzmuskel, der ist schön strukturiert, da sind Zellkerne drin, das schaut schön geordnet aus. Die Person hat einen Herzinfarkt gehabt. Der Herzinfarkt ist nichts anderes wie ein Sauerstoffmangel im Gewebe, wodurch die Zellen zugrunde gehen und halt einfach absterben. Schauen Sie mal, wie ungeordnet, wie aufgelöst das ausschaut. Die Zellkerne sind ganz eckig, liegen nicht mehr da, wo sie sollen. Und wenn man das jetzt wirklich am Herzen selber sich anschaut, da sehen Sie da diese gelblichen Schlieren, diese veränderten Muskelzellen. Das ist ein frischer, lehmgelber Infarkt, wie wir Mediziner sagen. Das heißt, da ist einfach der Herzmuskel abgestorben, weil vielleicht der Herzkranzgefäß verstopft war, der Sauerstoff mehr rangekommen ist. Infarkt. Nichts anderes wie Tod von Zellen. So würde das jetzt quasi ausschauen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, ich finde jetzt da eine Person auf und ich bin mir nicht sicher, ist diese Person jetzt verstorben oder lebt diese Person noch? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Wenn Sie die sogenannten sicheren Todeszeichen an dieser Person feststellen, dann können Sie sich todsicher sein, dass diese Person tot ist. Wenn Sie unsichere Todeszeichen feststellen, zum Beispiel keine Atmung, kein Puls, dann bitte aufpassen. Und ich sage Ihnen dann gleich warum. Aber kommen wir zuerst einmal zu den sicheren Todeszeichen. Wenn eine Person toten Flecken hat, können Sie sicher sein, dass diese Person zumindest 15 bis 20 Minuten schon verstorben ist. Ja? Weil schon nach ungefähr 15, 20 Minuten, wenn die Person in Rückenlage liegt, haben Sie da schon die ersten lividen Flecken, die dann immer größer werden, zusammenfließen. Wenn die Person am Rücken liegt, wird dann irgendwann der ganze Rücken voll sein. Ja klar, Ihr Kreislauf funktioniert ja nicht mehr. Ihr Kreislauf pumpt ja das Blut nicht mehr durch den Körper. Und wenn Sie dann einfach nur da liegen, folgt das Blut der Schwerkraft und sinkt in die abschüssigen Körperregionen. Wären Sie jetzt lustig und würden die Person umdrehen, was würde passieren? Dann werden die toten Flecken umgelagert werden und das geht in etwa bis zu 2 bis 6 Stunden. Das heißt, wenn Sie die Person dann am Bauch drehen, schwupps, dann wandern die toten Flecken in die abschüssige Region. Funktioniert aber natürlich nur eine gewisse Zeit, wie Sie hier sehen, 2 bis 6 Stunden. Unvollständig verlagerbar, dann so 4 bis 24 Stunden, je nach Zustand. Prinzipiell, wie schaut sowas jetzt aus? Ich zeige Ihnen jetzt einmal so das erste Bild, wie Totenflecken ausschauen. Da sehen Sie eine Person, die schon länger tot ist. Am Bopsch und am Rücken ist sie aufgelegt, da ist sie in Rückenlage verstorben. Und dann sehen Sie hier diese wunderschönen, livid-bläulichen Verfärbungen, klassische Totenflecken. Das, was man hier mit der Spatel sieht, was der Gerichtsmediziner da macht, das ist eine Glasspatel. Wenn Sie draufdrücken und drunter wird es farblos, dann nennt man das, ich kann es wegdrücken oder wegdrückbar. Und das funktioniert eigentlich nur in den ersten 10 bis 20 Stunden, je nach Gegebenheit. Danach können Sie zwar draufdrücken, aber da tut es jetzt nicht mehr besonders viel. Ist wichtig, um die Todeszeit zu bestimmen. Aber gut, nur, dass Sie mal einen Eindruck kriegen, was es hier so gibt. Das ist aber nicht das einzige sichere Todeszeichen. Ein weiteres sicheres Todeszeichen ist, wenn die Person erstarrt quasi. Die Totenstarre. Weil Sie wissen ja, wenn wer frisch verstorben ist oder wenn Sie schlafen, da ist ja alles weich, Sie können die Hand nehmen, runterplumpsen lassen. Das wird aber beim Verstorbenen nicht lange funktionieren, je nach Zustand. Wenn er sich sehr verausgabt hat, geht es schneller. Wenn er noch sehr viele Energiereserven hat, dann dauert es länger, aber in etwa 4 bis 6 Stunden, dann ist der Körper mal starr. Weil einfach die Muskelzellen, Myosin und Atropin, die Filamente, denen geht die Energie aus, dadurch verkeilen sich die ineinander und der Muskel wird starr und kann sich nicht mehr bewegen. Erst wenn es durch Autolyse gelöst wird und die Muskelfasern zerfallen, erst dann wird er wieder beweglich. Und Achtung, das kann nämlich ziemlich eindrucksvoll ausschauen, weil wenn Sie so eine Person, bei der die Totenstarre vollkommen ausgeprägt ist, hernehmen, können Sie den zwischen zwei Tische legen und er wird liegen bleiben. Der ist steif wie ein Brett. Und da kann ich, wenn ich so eine Person finde, mal schauen, als erstes setzt es hier beim Kiefer ein, dann lässt sich das Kiefer nicht mehr öffnen, der mimische Muskel wird ein bisschen hart, dann wird der Nacken quasi steif werden, dann die Schultern, dann die Arme und dann steigt es ab zu den Beinen. Und in quasi umgekehrter Reihenfolge löst sich es dann wieder. Das dauert, je nach Temperatur, bis zu 48 Stunden plus minus.
Da, glaube ich, brauche ich nicht besonders viel dazu sagen, was auch ein sicheres Todeszeichen ist. Und ich habe Ihnen ein Bild hier erspart, weil wenn Sie eine Verletzung haben, die mit dem Leben nicht vereinbar ist, keine Ahnung, Sie haben einen Zugunfall, glaube ich, brauchen wir uns nicht mehr überlegen, ob die Person verstorben ist oder nicht, weil es erübrigt sich. Und dann gibt es noch sichere Todeszeichen, wo wir auch sagen, okay, wenn wir das sehen, sind wir uns ganz sicher, diese Person ist verstorben. Weil Sie alle wissen, Ihre Haut ist zwar jetzt nicht feucht, aber im Prinzip, sie ist immer schön prall, Ihre Lippen sind immer schön glänzend, außer Sie haben gerade trockene Lippen, aber das ist ein anderes Thema. Es ist immer gewisse Feuchtigkeit in der Haut. Wenn Sie jetzt versterben, haben Sie ja keine Schweißproduktion mehr, Kreislauf stoppt, Spucke produzieren Sie auch nicht mehr. Naja, Sie befeuchten natürlich Ihre Haut und Ihre Schleimhäute nicht mehr. Na, was wird passieren? Die Luft ist ja jetzt doch trocken, so viel Luftfeuchtigkeit haben wir ja nicht. Das heißt, die Haut und die Schleimhäute werden nicht mehr befeuchtet und werden austrocknen. Und das hat dann ein sehr eindrucksvolles Bild, je nachdem, wie lange die Person jetzt schon an der frischen Luft liegt, zur Folge, indem, wenn die Augen offen sind, hier die Kornea eintrocknet und dann, wie gesagt, dunkle Flecken kriegt, trüb wird. Oder so wie diese Dame hier, die jetzt wirklich schon länger an der frischen Luft liegt, dann wirklich eintrocknet, fast schon mumifiziert ist. Nur an der Grenze zur Mumifizierung dauert noch ein bisschen. Also da ist wirklich die Flüssigkeit aus der Haut entwichen. Also da wissen wir auch, wenn wir so jemanden sehen, klar. Ja, und dann gibt es noch was Expliziteres. Innen, Ihre Bauchspeicheldrüse, die Magensäure im Magen, ja, das sind ja alles Enzyme. Ja, und die werden ja dann nicht mehr in Grenzen gehalten, wenn sie versterben. Die übertreten die Zellgrenzen und beginnen die Organe aufzulösen. Das nennt man Autolyse. Jetzt von außen werden Sie das vielleicht nicht so sehen am Körper, aber würde ich mir das jetzt Ihnen anschauen, dann sehe ich sehr wohl, aha, da passiert was. Das, was ich sehr wohl von außen sehen kann, und jetzt wird es dann wirklich gleich explizit, ist die Fäulnis. Und das ist ein Vorgang, der innen im Körper beginnt, unter Abschluss von Sauerstoff. Das heißt, da brauchen Sie keinen Sauerstoff, keine Umgebungsluft dafür, sondern da tut sich innen was. Das ist ein anaerober Prozess, wo wirklich es zu einer Auflösung, zu einer Verflüssigung kommt, ja, zu einer Gasbildung und auch zur Abspaltung von Ammoniak. Und das ist dann halt dieser eindeutig ekelhafte Geruch. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich noch die Verwesung, die eigentlich ein trockener Prozess ist, und dazu brauchen Sie Luft. Das passiert an der Außenfläche des Körpers. Das sind dann auch Schimmelpilze, die verstoffwechseln diesen Körper dann. Und da habe ich Ihnen jetzt ein paar Bilder eines solchen Prozesses mitgebracht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Schwänderl nehmen und dieses Schwänderl in die Wiese legen. Ja, angenommen, es ist jetzt Sommer, angenehm warme Temperaturen, wir sind jetzt auf irgendeiner netten Wiese weit weg von der Zivilisation, weil glauben Sie mir, das werden Sie brauchen, ob des Geruchs. Dann sehen Sie, wenn ich dieses Schwänderl hinlege, ja, da werden Sie jetzt von außen noch nicht besonders viel sehen, außer da vielleicht ein paar Vertrocknungen an den Beinchen. Wenn Sie jetzt 4 Tage warten, sehen Sie, da hat sich schon ordentlich was getan. Das Schweinball ist jetzt schon aufgebläht, da ist wirklich Gas drinnen. Da drinnen, jedes Tier, jeder Mensch hat ja im Darm Darmbakterien. Na, was glauben Sie, die machen da lockerflockig weiter, warm ist auch, bester Nährboden. Da haben Sie schon Vertrocknungen, Sie sehen, das verfärbt sich schon. Das ist ja immer ein Hinweis, so, da fängt es jetzt zu faulen an. Das Ganze schaut dann an Tag 8 schon ziemlich heftig aus. Weil irgendwo haben Sie dann schon Hautdefekte, weil wenn Sie Gasbildung haben, irgendwann wird es einmal aufgehen, sage ich jetzt einmal. Und da werden natürlich auch entsprechend Insekten hinfinden. Insekten freuen sich irrsinnig über sowas. Na, was glauben Sie, der beste Nährboden, ja? Das ist ein Festmahl für die. Jetzt packen sich die da drauf und da sehen Sie Hunderte, Tausende, Millionen Fliegenlarven. Na, die freuen sich, das ist das beste Habitat. Ja? Und am Tag 11, wenn Sie sich das anschauen, da ist schon nimmer mehr viel da. Jetzt haben die natürlich diesen Körper schon wirklich weggefressen. Ja? Alles, was da irgendwo verwertbar war, ist schon weggeputzt worden. Also da hat sich eine richtige Aasfauna schon gebildet, ein eigener kleiner Mikrokosmos. Und da setzt jetzt dann eigentlich von außen die Verwesung, von innen die Fäulnis ein. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Sache dann trockener wird, fängt die Verwesung an voranzuschreiten. Und der aerobe Prozess quasi nimmt Fahrt auf und es bleibt dann am Schluss nicht mehr viel übrig. An Tag 39 sehen Sie eigentlich nur mehr ein paar Futzel Haut, Skelett, und der Rest ist trocken, ist aufgelöst, aufgefressen.
einfach von dieser Aasfauna. Wirklich weggeputzt. Selten, dass es einmal beim Menschen so ist, dass sie halt im Wald oder auf der Wiese oder was versterben. Ich meine, meistens wird man ja Gott sei Dank aufgefunden, früher oder später. Aber man kann sich natürlich Gedanken machen, wo können wir Menschen versterben? Und das kann uns ja überall passieren. Ne? Wie würde das jetzt bei uns ausschauen? Ja? Achtung, ich zeige Ihnen jetzt, wie das bei uns quasi ausschauen könnte. Wenn Sie jetzt einmal einigermaßen frisch verstorben sind und diese Fäulnis beginnt, dann sind die Zeichen jetzt noch relativ harmlos. Das heißt, es wird vor allem am Bauch, weil da haben Sie ja den Darm drin, im Darm haben Sie Darmflora, ja, haben also grünliche Verfärbungen gegeben. Das schlägt dann so ein bisschen durch, da sehen Sie, ui, da tut sich was. Dann werden Sie es auch oft um die Augen, im Gesicht sehen, dass da so grünliche Flecken entstehen und da wissen Sie schon, ui, da tut sich was. Das kann binnen Stunden passieren, wenn es warm ist. Also das muss gar nicht Tage dauern, sondern das geht relativ schnell. Dann kommt es darauf an, wie warm es ist. Der Herr hier hat das große Pech gehabt, dass er in seiner Wohnung verstorben ist und mit der linken Körperseite neben dem Heizkörper gelegen ist. Nicht am Heizkörper, daneben. Und Sie wissen ja, Heizkörper ist warm. Schauen Sie mal die linke Körperseite an und schauen Sie die rechte an. Rechts, ja, da hat er ein paar Schürfwunden und ein paar Vertrocknungen, das ist jetzt nicht weiter tragisch, aber da schaut er eigentlich, ja, halt frisch verstorben aus. Aber da, binnen weniger Stunden, hat da schon die Fäulnis eingesetzt. Also Sie sehen, Temperatur befeuert diesen Prozess irrsinnig. Achtung, fortgeschrittene Fäulnis ist nichts für schwache Nerven. Ich warne Sie nur vor dem nächsten Bild vor. Das ist jetzt wirklich schon fortgeschrittene Fäulnis. Sie sehen, wenn das Gefäßnetz durchschlägt, so heißt es, dann fault quasi das Blut in den Adern, also die Blutabbauprodukte. Ja? Und dadurch schlägt die Gefäßzeichnung durch. Sie sehen, das Gesicht ist aufgedunsen, das nennt man Gasdunsung, dadurch drückt zum Beispiel die Zunge aus dem Mund, die Lippen wirken geschwollen. Da können sich auch richtige Blasen bilden und die Haut abheben. Also das ist kein schöner Anblick. Es riecht dann auch schon entsprechend. Und wenn das Ganze dann weitergeht, dann kann das mitunter so ausschauen. Das ist quasi das Endstadium der Fäulnis, wirklich das, ja, ist dann wirklich das, was wir als Faulleiche bezeichnen, wo dann wirklich aufgedunsen ist, Flüssigkeitsblasen unter der Haut sich bilden, Fäulnisflüssigkeit abläuft und was glauben Sie, wie man das riecht? Das Ammoniak, diese Schwefelstoffe, die Sie da drinnen haben, also da riechen schon ordentlich was. Und das ist auch das, wenn die Nachbarn sagen, da stinkt es in der Nachbarwohnung, bitte kommen Sie mal. Also Sie sehen, da tut sich was. Wenn Sie jemanden finden, Gesundheit, der solche Zeichen hat, und Sie finden eine Person auf, die hat einen Atemstillstand, die ist vielleicht ganz blass, die hat ganz kalte Hände, Sie werden den Pulstasten versuchen, da tut sich nichts, Sie werden sich denken, Jesus, die Person ist verstorben. Da wäre ich vorsichtig, weil das kann auch Scheintod oder Lazarusphänomen sein oder einfach Vita Reducta oder Vita Minima. Wenn Sie unter gewissen Bedingungen Ihre Lebenszeichen so weit runterfahren, dass Sie wie tot erscheinen, ja, das geht so weit, dass die Pupillen keine Reflexe mehr haben, ja, dann können Sie womöglich irrtümlich für tot erklären werden. Ja, und dann kann es Ihnen so gehen wie der 47-jährigen Erna N., die dann blöderweise in der Leichenhalle aufgewacht ist und dann dort erfroren ist. Weil jemand sie irrtümlich für tot erklärt hat, und das ist nicht das einzige Phänomen, das mir bekannt ist, das kann passieren, wenn zum Beispiel jemand eine Medikamentenintoxikation hat, ja, vor allem Morphine, Opiate und so weiter. Ja. Wenn jemand zu erfrieren droht oder im eiskalten Wasser reingeplumpst ist, ja, das kann mehr oder weniger Vita Reducta zur Folge haben und dann können Sie irrtümlich glauben, die Person ist tot, aber ist sie gar nicht tot. Und das ist ja schon in der Literatur immer ein großes Thema geworden. Denken Sie nur an Romeo und Julia. Wenn Julia sich an Lorenzo wendet und ihm um Hilfe bittet und er sagt, nimm doch diesen Schlaftrunk, der wird dich 40 Stunden lang wie tot erscheinen lassen. Ja? Medikamenteninduzierter Scheintod, was sonst? Also, und das haben wir schon in der klassischen Literatur. Und früher hatte man ja wirklich Angst, lebendig begraben zu werden, deswegen sind die skurrilsten Apparate entworfen worden. Ich sage nur Scheintodrettungsapparat.
Das ist wirklich skurril. Da haben sie da einen Sarg, der ist beerdigt, dann geht da eine Kette rauf oder was, dann läutet da ein Klingel, ist angenommen, der wacht auf, braucht dann nur läuten und dann gräbt ihn wieder aus. Oder hier haben sie eine Atemröhre und dann sehen sie eh, da sind Schnüre an die Extremitäten gebunden worden, das heißt, wenn sich der bewegt, bimmelt es da oben. Also zum Beispiel, nur so, welche Blüten das getrieben hat, dass man Angst hatte, lebendig begraben zu werden. Ja, aber es kommt ja darauf an, angenommen man ist wirklich tot, wo man verstirbt, weil es passiert dann nicht dasselbe mit einem. Ja, ob man jetzt am Dachboden, in der Wohnung, im Wald oder im Wasser verstirbt, das hat ja unterschiedliche Effekte. Und welche Witterung, welche Jahreszeit, welche Temperatur, da wird es Ihrem Körper dann ein bisschen anders gehen. Angenommen, Sie versterben in Ihrer Wohnung, ja, da kommt es jetzt sehr darauf an, wie hoch ist die Heizung gedreht? Sind Ihre Fenster offen oder zu? Haben Sie Haustiere? Das ist ein wichtiger Punkt, vor allem Hunde und Katzen. Ja? Gibt es Fliegen in Ihrer Wohnung? Warum frage ich das? Weil das hat einen ziemlichen Impact auf das, was aus Ihnen dann wird, wenn Sie in Ihrer Wohnung versterben. Das wäre zum Beispiel eine solche Auffindungssituation. Also Sie sehen, das ist eine sehr saubere Wohnung. Da ja, ist es eher luftig. Die Person dürfte irgendwie vor dem Tod, vielleicht hat es da Kampfhandlung gegeben, vielleicht war die Person einfach nur chaotisch und ist dann gestürzt. Wir wissen es nicht genau. Aber die Frage ist wirklich, was könnte mit Ihnen in Ihrer Wohnung dann wirklich passieren? So wie es dem Herrn gegangen ist, wenn Sie in mehrerer Heizung liegen, kann es sein, dass die Fäulnis einsetzt. Ja? Also dass Sie sehr schnell in Richtung Fäulnis gehen und sich verflüssigen. Angenommen, Sie haben einen Hund oder eine Katze. Ja, dann kommt sehr darauf an, welches Haustier Sie haben, weil wenn Sie natürlich verstorben sind, werden Sie die Haustiere nicht mehr füttern können, ist eh klar. Ja? Und irgendwann wird dieses arme Tier so einen Hunger kriegen und sich überlegen, was mache ich jetzt? Hunde markieren dann ihr Revier und machen sowas. Die fressen die Gesichter weg. Katzen tun das nicht, die knabbern an den Extremitäten und würden eher verhungern, als dass sie zum Beispiel das Gesicht des Besitzers angreifen. Hunde gehen aufs Gesicht, weil das ist eine Reviersache. Die übernehmen das Revier des Herrs. Also das sieht man immer wieder bei Wohnungstieren, die dann entsprechend nicht nur aus Nahrungsknappheit, sondern halt auch aus Revierkampf dann solche Wunden anrichten. Dann kann es sein, dass sie natürlich früher oder später mal sich verflüssigen und irgendwann nur mehr ihr Skelett überbleibt, wenn natürlich die ganze Flüssigkeit abgelaufen ist. Oder wenn sie das Fenster offen haben oder Fliegen in der Wohnung haben, werden natürlich diese Fliegen irgendwann Eier legen und irgendwann werden sie da ganz viele Maden haben. Und dann haben sie natürlich die Madenfraßsituation und dann werden sie ziemlich sauber abgeputzt werden, es sei denn, ein Nachbar findet sie. Und angenommen, sie leben sehr zurückgezogen, ihre Wohnung ist luftig, gut, trocken und wird wirklich super belüftet und ihr Nachbar vermisst sie nicht, dann kann es sein, dass sie irgendwann 8 Jahre später so gefunden werden, dann sind sie nämlich mumifiziert. Und das passiert vor allem in wunderbar trockener, luftiger Umgebung. Was ist aber jetzt, wenn ich im Wald versterbe? Ich meine, vorausgesetzt, es findet mich dort niemand. Ja, dann ist es natürlich so, dass ich dort sehr schnell mich quasi verschüsse, weil ein Körper, der an der Luft liegt, ja, verwest doppelt so schnell wie ein Körper, der im Wasser liegt und 8-mal so schnell wie ein Körper im Erdgrab. 8-mal so schnell. Wenn man denkt sich, okay, ich grab die Person jetzt ein, wunderbar, der verwest da unten, dann denkst du, an der Luft, super, puff, weg. Und das schaut dann in etwa so aus, das geht ja sehr, sehr schnell, weil Sie wissen ja auch, größere Tiere verenden manchmal und die werden binnen kürzester Zeit von Karnivoren, von Käfern, von Larven, ja, einfach durch Verwesung, ja, durch Mikroorganismen, bis auf die Knochen abgeknabbert. Geht wunderbar schnell. Ja, die Problematik mit dem Erdgrab ist ja was sehr Neumodisches. Also, ich meine, in Bezug auf die Menschheitsgeschichte, ja. Und Bestattungskulturen, da könnte ich jetzt allein am Tag reden, aber das erspare ich Ihnen natürlich. Das ist die klassische Situation. Sie werden in einen Sarg gelegt, Sie haben schöne Kleidung an, wahrscheinlich haben Sie da noch Polster drinnen, es kommen Blumen oben drauf, schön dicht lackiert und mit Beschlägen und allem, ja. Dann kommt dieser Sarg in die Erde. Ja, allein dieser Sarg, was glauben Sie, wie lange das dauert, bis sich der auflöst? Das ist ja wunderbar dichtes Kistau, ne? Also allein bis da dieses Holz mit Lack und allem verwest ist und aufgelöst ist. Na, das dauert.
Und dann kommt es auf die Bodenbeschaffenheit an, ja? Und ob sie vielleicht vorher Chemotherapie hatten. Wenn sie eine ordentliche Chemotherapie vorher erhalten haben, was glauben Sie, was sie für chemische Substanzen drinnen haben, ja? Dann geht es mit der Verwesung auch ein bisschen langsamer. Wenn Sie im sandigen Boden unter optimalen Bedingungen bestattet werden, dauert es ca. 15 Jahre, bis nur mehr Ihr Skelett da ist. Wenn Sie im lehmigen Boden leben, bis zu 60 Jahre. 60! Und wenn Sie das große Pech haben, in einem nassen, lehmigen Boden bestattet zu werden, dann werden Sie zu einer Wachsleiche und dann werden Sie nie verwesen. So würde das ausschauen nach 10 bis 20 Jahren unter optimalen Bedingungen im Erdgrab, Skelett. So schaut die Geschichte aus, wenn sie zur Wachsleiche werden. Das heißt, die Fette verseifen. Das wird fest wie Wachs, wie Paraffin. Und da tut sie natürlich nichts mehr. Und Achtung, das große Problem ist ja, sie haben ja eine durchschnittliche Ruhezeit auf einem Friedhof von ca. 30 Jahren. Und dann wird zusammengelegt, dann wird vielleicht exhumiert, weil vielleicht der Nächste ins Grab rein will oder sonst irgendwas. Ja, ja super, dann habe ich ein Problem. Also das ist mitunter, wenn Sie einen Boden haben, der für Bestattungen nicht geeignet ist, dann haben Sie ein Problem. Was passiert im Wasser? Da ist jetzt gleich meine Frage, was passiert, wenn ich Luft dabei habe und wenn nicht. Angenommen, Sie gehen schwimmen, ertrinken im See, die Leiche schwimmt auf, da ist ja Luft dabei. Da werden Sie halt einfach, wenn man sie nicht rauszieht, früher oder später mal mit Verwesung anfangen, ja? Wenn Sie jetzt im Attersee tauchen gehen und da die 60 Meter runtertauchen, in einen Strudel reinkommen und unten nach unten gezogen werden, dann bleiben Sie unten, da verwesen Sie nicht, da ist ja keine Luft unten, da sind Sie unter vollkommenem Luftabschluss, da werden Sie früher oder später eine Wachsleiche werden. Im Wasser, wenn Sie frisch drinnen sind, haben Sie vielleicht ein bisschen einen Schaumpilz vor dem Mund, das ist einfach ein Zeichen von Ertrinken, weil einfach Luft in der Lunge plus Wasser ergibt Pilz, also Schaumpilz. Ja, einfach Schaum. Wenn Sie dann schon länger drinnen liegen, Sie kennen das, wenn Sie zu lange in der Badewanne gelegen sind, schrumpeln die Hände. Ist nichts anderes, Sie sind halt dann sehr lange im Wasser gewesen und dann schrumpeln natürlich die Hände, weil das Wasser die Haut aufweicht. Ja, und so schauen Sie dann aus, wenn Sie 4 Wochen drinnen gelegen sind. Weil Algen tun dann ihr Werk, vielleicht kleine Fliegenlarven, die das, also quasi Libellenlarven, die es anknabbern und es löst sich halt einfach auf. Das ist einer meiner Lieblingsthemen. Keine Sorge, wir sind gleich fertig. Und da habe ich ein wunderschönes Beispiel aus Italien. Schauen Sie mal, die Kapuzinergruft von Palermo. Vielleicht kennt die jemand von Ihnen. Ah, die Dame nickt, wunderbar. Das ist, wie gesagt, auch ein, als Tourist muss man dort einmal gewesen sein. Herrlich, schauen Sie mal, da gibt es einen Gang für Damen, einen Gang für Herren, einen Gang für den Klerus und einen für Gelehrte. Und da haben Sie über 2000 Mumien drinnen, die über Jahrhunderte dort einfach luftgetrocknet wurden. Weil das ist so luftig und trocken dort, das hat man ja früher nicht gewusst, man hat die Toten dort bestattet und die sind einfach mumifiziert. Natürliche Mumien. Und Sie sehen, der Herr hier, der Bruder Silvestro da Gubbia, von 1599 ist der gestorben, der ist über 400 Jahre alt. Schaut doch super aus. Ja? Also Sie sehen, Sie haben da wirklich irrsinnig gut erhaltene Mumien. Und das liegt daran, weil es dort staubtrocken ist und luftig. Wunderbar. Und da gibt es auch die schönste Mumie der Welt. Das ist eine ganze, die Rosalia ist eine Besonderheit. Die Rosalia ist ein fast 2-jähriges Kind, das tragischerweise an der spanischen Grippe 1920 verstorben ist. Und der Wunsch ihres Vaters war, dass man das Mädel vor dem Verfall bewahrt. Und er hat den Alfredo Salafia beauftragt. Der war zu Lebzeiten schon ein bekannter Einbalsamierer und Chemiker. Und der hat mit einer speziellen Mischung aus Konservierungsflüssigkeiten es geschafft, dieses Mädel so zu konservieren, dass sie ausschaut, als würde sie schlafen. Und dann schauen Sie sich das an. Sie ist 1920 verstorben. Ich meine, die Haut ist vielleicht ein bisschen gelblich, aber sie schaut doch, ja, wie schlafend aus. Faszinierend. Und einfach nur, weil dieser Alfredo Salafia ein Künstler seines Faches war. Jetzt gibt es einen neuen Trend, wo nichts mehr von uns überbleibt. Das ist groß im Kommen, das hat eine Schwedin erfunden. Die Promession, die ökologische Bestattung, vielleicht haben Sie schon davon gehört, soll in den nächsten Jahren groß im Kommen sein. Das ist ganz praktisch, weil da bleibt nichts von Ihnen übrig, nicht einmal Knochen. Sie gehen her, frieren den Körper auf minus 18 Grad,
Sie tauchen ihn dann in flüssigen Stickstoff bei 196 Grad. Durch flüssigen Stickstoff entziehen Sie Flüssigkeit und der Körper wird brüchig. Denken Sie an die Rose, die Sie ja, in den Stickstofftank und dann zerschlagen. Dann schütteln Sie den Sarg ein bisschen, dadurch zerfällt das Ganze in millimetergroße Körnchen. Wunderbar. Sie brauchen dann nur das Zahngold, irgendwelche Endoprothesen oder sonstige Teile entfernen, weil die werden natürlich nicht mit bestattet. Und dann packen Sie dieses Granulat, von dem ca. 25 bis 30 Kilo überbleiben, je nach Körpergewicht, in ein verrottbares Gefäß in etwa 80 cm Tiefe, weil da ist das beste Mikrokosmos in der Erde, weil da haben Sie die besten Mikroorganismen. Und schwupps, 12 bis 18 Monate später haben Sie nur mehr Humus. Praktische Sache. Anderes Thema in den USA, da machen sie es ein bisschen anders, das ist jetzt auch gerade schwer im Kommen, nämlich das Kompostieren und das Natural Organic, die Natural Organic Reduction. Ja. Das funktioniert so ähnlich, nur nicht ganz so effizient. Sie packen den Leichnam in einen Behälter bei Stroh, Holzspänen, ein bisschen Pflanzen, sage ich mal, Schneckenkehl, Luzernen, was auch immer, erwärmen den so auf 40 bis 55 Grad, wenden ihn regelmäßig. Und die Theorie dahinter ist, das wird eh automatisch gemacht, Sie müssen da nicht reinfassen, dass nach 30 Tagen eigentlich nur mehr Kompost da ist. Also eigentlich eine geniale Sache, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Fantastisch. Verwesung ist eigentlich nichts anderes wie ein Teil der Kreislauf der Natur. Ja? Also man denkt sich immer, das verwest jetzt, das ist was Unnatürliches. Nein, das ist Teil unseres Lebens, unseres Zyklus. Ja? Daran sind wir oft höheren Organismen beteiligt. Das heißt, das ist Nahrung für Karniforen, für Insekten, für Mikroorganismen, ja? Also für viele, viele, viele verschiedene Spezies. Jetzt bildet sich eine richtige Aasfauna. Ja? Wenn da dieser Körper liegt, dann haben sie einen ganzen Mikrokosmos rundherum. Das heißt, da bildet sich ein kleines Universum und das ist Nahrung, das ist Lebensmittelpunkt für diese Tiere. Das ist eigentlich eine großartige Sache. Und die reduzieren dann dieses riesige Bündel Energie, die transformieren es in Nährstoffe, ja, in Humus, in was auch immer. Und da werden jetzt wieder zwei Dinge schlagend, nämlich der Verwesung. Dazu brauchen sie Sauerstoff. Und dieser Körper zerfällt durch die Verwesung in organische Verbindungen, nämlich Wasser, Kohlenstoffdioxid, Harnstoff und Phosphat. Also eigentlich nichts Schlechtes. Innen im Körper haben sie aber dann die Fäulnis, weil da ist er noch zu, das ist anaerob, da kommt keine Luft hin. Das heißt, diese zwei Prozesse, außen die Verwesung, innen die Fäulnis, die greifen Hand in Hand. Eins geht mit dem anderen einher und die beiden reduzieren diesen Körper. So, jetzt haue ich Ihnen einmal ganz provokant diese Aussage an die Wand. Sie werden alle Ihre Vorstellung dazu haben. Sie werden alle irgendwie denken, da greife ich nicht hin und wahrscheinlich, ja, das ist klar. Leichen, tote Menschen sind ein Tabuthema. Verstehe ich vollkommen. Aber was ist eigentlich das Giftige an einer Leiche? Ist eine Leiche überhaupt giftig? Ich habe schon viele berührt. Ich stehe noch vor Ihnen. Richtig. Die Leiche selber ist nicht giftig. Wenn etwas schädlich ist an dem Körper, dann vielleicht die Krankheitskeime, die der Mensch zu Lebzeiten schon in sich getragen hat. Ja? Also wenn der, keine Ahnung, irgendeine hochinfektiöse Krankheit in sich trägt, ja? Dann kann ich mich mit dieser Krankheit anstecken. Ja? Aber wenn diese Fäulnisflüssigkeit da rausrinnt und ich da drauf greife, ja, riecht natürlich, aber ich werde deswegen jetzt nicht krank werden. Das heißt, es gibt ja immer noch diesen Mythos Leichengift. Was ist Leichengift? Das ist was, was sich über Jahrhunderte hartnäckig hält. Ja, gibt es dieses Leichengift überhaupt? Nein, das ist ein Irrglaube. Das stammt aus einer Zeit, wo man geglaubt hat, dass Krankheiten über Gerüche übertragen werden. Da wusste man nicht, dass es Keime gibt. Ja klar, wenn wir jetzt wissen, ja, es gibt Keime, die machen mich krank. Früher dachte man, das riecht schlecht, davor werde ich krank werden. Und aus dieser Zeit stammt quasi noch dieser Mythos. Das ist auch quasi mündlich weitergegeben worden, das ist einfach ein Mythos. Das, was jetzt im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich als Leichengift in der Chemie beschrieben wurde, das ist Phtomain, Leichenbase, Leichenalkaloid und Septizid. Das ist ein chemischer Stoff, aber das ist kein Gift.
Das ist nichts anderes, wie durch Fäulnis von Proteinen in Folge von mikrobieller Zersetzung von Lysin und Ornithin durch Dekarboxidierung entstehende relativ ungiftige biogene Amine, Cadaverin und Butyrescin. Das sind einfach Amine. Abbauprodukte. Wenn Sie ein Eiweiß haben und Sie spalten das, kriegen Sie Teilprodukte. Und das ist einfach dieses Domain. Man ist draufgekommen, dass das eigentlich nicht wirklich was tut. Ich kann das angreifen, ja, that's it. Ja? Und es macht auch diesen grauslichen Geruch, den Sie da wahrnehmen. Aber die Substanz Leichengift gibt es nicht. Da haben wir ja früher die wildesten Sachen, wie man noch dachte, es gibt Leichengift, aufgeführt. Zum Beispiel im Mittelalter hat man Leichen und Pestleichen mit dem Katapult über die Stadtmauer geschossen, um Brunnen zu vergiften. Ja, wenn jemand Cholera hat und ich schieße den da rein, dann werde ich das Trinkwasser mit Cholera quasi verunreinigen, aber sicher nicht mit Leichengift. Die Friedhöfe im 14. Jahrhundert sind außerhalb der Stadtmauern verlegt worden, aus Angst vor der Pest. Ja klar, sie haben ja wahnsinnig viel Pesttote gehabt. Wenn sie die alle auf einem Haufen da bestatten, ja, dann können sie natürlich die Pest übertragen, vor allem die Ratten und die Flöhe, die da natürlich rumwuseln. Deswegen hat man das außerhalb der Stadtmauer aus hygienischen Gründen gegeben. Ja. Der Semmelweis ist dann erst draufgekommen, dass es keine gute Idee ist, am selben Seziertisch vorher eine Obduktion zu machen und dann eine Operation. Die Patienten sind alle krank geworden und man hat gedacht, um Gottes Willen, ja, woran liegt denn das? Bis man draufgekommen ist, es wäre vielleicht eine gute Idee, den Tisch zu waschen und sich selber die Hände zu waschen. Weil da hat man die Krankheiten, die der Verstorbene davor hat, natürlich auf den armen Patienten übertragen. Nur das hat man halt zuerst einmal rausfinden müssen. Und heute ist es immer noch so, denken Sie an eine Tsunami-Katastrophe, da haben Sie ja wahnsinnig viele Verstorbene dann auf einen Schlag. Natürlich will man die schnellstmöglich bestatten, weil man denkt sich, um Gottes Willen, dann brechen ja Seuchen aus. Nein, es ist keine Seuchengefahr und das sagt auch die WHO. Da ist keine Epidemiegefahr. Natürlich ist es nicht schön, wenn Sie so viele Verstorbene haben, die natürlich dann im warmen Klima entsprechend sich verändern. Ja? Aber es geht keine Gefahr hinsichtlich einer Epidemie davon aus. And that's the point. Das heißt, Fazit ist, Leichen sind nicht giftig. Ich habe es hier einfach mit Eiweißabbauprodukten zu tun. Wenn ich die berühre, wenn ich die einatme, ist ungefährlich. Es wird heute besonders gut riechen. Meine Hände hinten nach auch hatte ich erst letzte Woche. Ich bin dreimal duschen gegangen, nachdem ich das Präparat versorgt hatte. Gut, andere Geschichte, aber eine schädigende Wirkung ist ausgeschlossen. Und stellen Sie sich vor, ich habe mich in den Finger geschnitten, wie ich mit dem Präparat gearbeitet habe, das wirklich Fäulnis aufgewiesen hat. Und sehen Sie, mir geht es prima. Und mein Finger auch. Man sieht nicht einmal mehr irgendwelche Akrezau. Ausgewaschen, fertig, weiter geht's. Also Sie sehen, das ist kein Problem. Das Einzige, was Sie nicht tun sollten, dass Sie es oral aufnehmen, aber wir machten das schon, Injektion oder bei Schnittverletzungen wäre es gescheit, wenn man es hinten auch reinigt, weil wenn der Verstorbene zum Beispiel jetzt Bakterientoxine wie Botulinustoxin, Tetanustoxin irgendwie in sich hatte, dann haben Sie ein Problem. Aber da geht es um die Krankheitskeime, die das Präparat drauf hat, nicht um die Flüssigkeit. Das will ich Ihnen damit sagen. Bestes Beispiel: intrauteriner Fruchttod. Es gibt leider manchmal diese Tragik, dass Kinder im Mutterleib versterben, ohne Grund. Kann passieren. Manchmal kommt man 2-3 Wochen nicht drauf. Ja? Dann gehen sie zur nächsten Ultraschalluntersuchung und der Arzt wird ihnen sagen, ich finde keinen Herzschlag mehr. Das ist aber ein abgeschlossenes System. Sie sehen, da ist der Uterus, das Weiße ist das Fruchtwasser und da ist das Kind drin. Das ist eine 22. Woche. Sie sehen, da hebt sich schon die Haut ab, wir haben mit dem, das Hirn schaut nicht mehr sehr regelmäßig aus, da beginnt schon die Autolyse. Ja, wenn jetzt dieser Auflösungsprozess giftig wäre, ja, wie würde es denn dann der Mutter gehen? Stellen Sie sich das mal vor. Ja, deswegen sage ich immer, wenn dieses System geschlossen ist, ja, das ist ja steril da drinnen. Und ein reiner Autolyseprozess, ja, löst zwar das Gewebe auf und Sie sehen es, da ist alles schon ziemlich kaputt aufgelöst und dekompensiert. Ja, das Kind war 3 Wochen in Utero. Aber die Mutter, der ist es gut gegangen, ja, weil einfach, da passiert keine Sepsis, da sind keine Keime, das ist ein abgeschlossenes System. Und würde es dieses Leichengift wirklich geben, das würde ja keine Schwangere überleben. Und das ist immer mein bestes Beispiel, warum Leichen nicht giftig sind. So hat das Kind nach der Geburt ausgeschaut. Wem es zu viel ist, bitte wegschauen. Und Sie sehen, die Mazeration ist bereits sehr, sehr fortgeschritten. 2-3 Wochen in Utero bei 37 Grad im Fruchtwasser, da beginnt natürlich die Auflösung.
Wenn ich diese Auflösung verhindern will, und das wollen wir Mediziner ja, dann müssen wir uns eines Kunstbriefes bedienen. Und da lade ich Sie jetzt ein, mit mir nach hinten zu kommen, weil wir sind ja umgeben von wunderbaren Präparaten. Hier ist der Ort, an dem es dem Tod gefällt, dem Leben zu dienen. Hier ist der Ort, wo wir das Leben immer haltbar machen. Und da lade ich Sie ein, jetzt hier wieder loszuwandern und zeigen Ihnen jetzt hier die Station. Es gibt viele Arten, wie Sie Körper und Gewebe haltbar machen können. Ich werde Ihnen jetzt einige davon vorstellen. Ich ziehe jetzt mal hier die Decke weg. Und da sehen Sie jetzt ganz spezielle Präparate, die in Alkohol konserviert sind. Das sind sogenannte Feuchtpräparate. Wir haben hier ein wunderschönes Herzpräparat. Sie haben hier eine Lunge, Sie haben jetzt hier ein Darmstück mit Gefäßen und ein Stückchen Leber und hier was ganz Besonderes, das schaut aus wie ein wunderschönes Wurzelwerk, das sind Hirnarterien und der kleine Knubbel, da ist ein Aneurysma. Toll, oder? Sorry für meine Begeisterung, ist natürlich aus pathologischer Sicht interessant, die Person selber, für die war es nicht so leibend. Und Sie sehen, diese Präparate sind Jahrzehnte, Jahrhunderte alt, weil alle Präparate hier im Haus haben ja schon historischen Wert. Ja? Und schauen Sie sich an. Wie frisch verstorben. Durch Alkoholkonservierung, durch Alkoholfixierung können Sie diese Präparate im Ist-Zustand halten. Durch feuchte Fixierung, durch Alkohol, durch Formaldehyd, Glycerin, gibt es viele Möglichkeiten. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch eine andere Art der Konservierung. Wir haben hier natürlich noch mehr vorbereitet. Sie können da natürlich hereinkommen. Ich werde jetzt einmal vorsichtig dieses sehr, sehr zarte Präparat in die Höhe halten. Sie sehen, wie empfindlich und zart es ist. Das ist ein Stück Darm. Und da haben wir was ganz Einfaches gemacht, oder der damalige Präparator. Man hat es einfach aufgeblasen, trocknen lassen und dann mit einem Lack lackiert, hält für die Ewigkeit. Vielleicht haben Sie in der Schule mal irgendwie Trommeln mit Schweinsblasen bespannt. Das hat man manchmal im Bastelunterricht gemacht, im Werkunterricht. Eine Schweinsblase ist ja auch nichts anderes wie ja, Harnblase, die halt quasi dann getrocknet wird. Selbes Phänomen. Das wäre einfach ein Trocknungspräparat. Genauso wie das daneben von einem schönen Aneurysma. Können vielleicht mehr kommen. Dann habe ich hier was ganz Besonderes, eine ganz moderne Art der Haltbarmachung, der Konservierung. Sie sehen, das ist eine Körperscheibe. Das heißt, ich setze das jetzt mal circa so in meinen Körper rein, wie es circa gehören würde. Also in etwa auf Höhe der Leber und des Magens. Gunther von Hagens kennen Sie sicher, Körperwelten. Ja, viele nicken jetzt schon. Und Sie wissen ja, er hat seine Präparate mit Plastination haltbar gemacht. Und Sie sehen, das Einzige, was Sie tun müssen, abstauben hin und wieder, kein Problem. Es fühlt sich ein bisschen an wie Gummi, weil die Theorie dahinter ist, ja, Sie entfernen die Körperflüssigkeit und ersetzen sie gegen spezielle Epoxyharze, Silikone, also Kunststoff. Und dann ist das Präparat haltbar, weil Sie haben dann nur mehr die Zellwände. Und die Zellen sind dann quasi mit Kunststoff gefüllt. Die Farbe bleibt dann eigentlich relativ schön erhalten. Und Sie sehen, das ist eigentlich auch sehr schön stabil. Wunderbar. Plastination. Relativ neue Technik. Der Vorgänger der Plastination, das haben die alten Anatomen im 17. und 18. Jahrhundert schon gemacht. Das wäre hier ein Beispiel für Paraffinierung. Genauso wie bei der Plastination können Sie Körperflüssigkeiten auch gegen Paraffin ersetzen. Sie konservieren das Präparat zuerst mit Alkohol und ersetzen dann die Flüssigkeit mit Paraffin. Und es ist haltbar für die Ewigkeit. Schauen Sie sich dieses kunstvolle Präparat an. Sogar die Wimpern und die Haare sind noch erhalten. Fantastisch, oder?
Bitte keine Fotos machen. Wir mussten versprechen, dass wir nicht fotografieren. Das ist etwas, eine meiner Lieblingsarten von Präparation, die Mazeration. Ich bin ja Osteologin, das heißt, ich liebe alles, was mit Knochen zu tun hat, wie Sie sich vorstellen können. Das ist der Schädel eines ja, ungefähr neugeborenen Kindes, eines Fetus oder halt Neugeborenes. Und Sie sehen dann noch die Fontanelle, das heißt, das Bindegewebe zwischen den Schädelknochen ist ganz, ist noch erhalten. Der Schädel wurde sehr sanft mazeriert, das heißt, die Weichteile durch einen Kochprozess entfernt, aber so sanft, dass jetzt wirklich dann nur mehr das Bindegewebe vorhanden ist. Wundervoll. Und das ist natürlich eine wundervolle Art der Haltbarmachung, weil da sehen Sie natürlich alles, was knorpelig knöchern ist. Das ist ja was ganz was Kunstvolles. Da haben Sie Herzkranzgefäße. Ungefähr von der Form sehen Sie, aha, das schaut ungefähr aus wie ein Herz. Da ist natürlich vom Gewebe selber nichts mehr da. Das ist ein Korrosionspräparat. Die Theorie dahinter ist, Sie füllen eine Masse in die Gefäße ein und dann entfernen Sie die Weichgewebe mit einer Lauge zum Beispiel. Ja, das heißt, die Weichteile entfernt man und alles, was überbleibt, sind dann hier diese kunstvollen Verästelungen der Arterien. Da können Sie zum Beispiel Silikone nehmen, früher hat man Gipsmischung genommen, wo man noch was beigemengt hat. Also da gibt es mehrere Arten, wie Sie so ein Ausgusspräparat herstellen können. Fantastisch, oder? Bis ins kleinste Detail jede Arterie. Wundervoll. Also das ist Kunst. Genauso sehen Sie dann hier zu meiner Rechten eine Kombination aus Ausgusspräparat. Ja, Sie sehen hier diese dicken blauen Venen an den Beinen. Ja? Der Rest vom Gewebe ist aber noch dran. Das heißt, man ist hergegangen, hat diese wunderbar dicken Varizen, Vulgogranfadern, einfach mit einer Gipsmasse gefüllt, die blau gefärbt war, und hat dann den Rest des Gewebes eintrocknen lassen, das heißt quasi mumifiziert. Und man hat dann einfach nur die Weichgewebe wahrscheinlich mit einem Klarlack ein bisschen lackiert, damit es schön haltbar wird. Aber das ist halt zum Beispiel ein Kombipräparat. Wundervoll, hält auch für die Ewigkeit. Ist ewig alt, genauso hier bei diesem Finger die Arterien und die Venen. Und jetzt lade ich Sie ein, mit mir ins nächste Zimmer zu kommen. Da werde ich Ihnen jetzt noch die Mazeration vorstellen. Das ist klar. Was ist da denn Schönes? Wunderbar. Es ist schon allein schön, wenn man da hier zu diesem Gang steht. Vitamin D-Mangel im Kinderalter. Also Sie sehen, die Betten, der Brustkorb, das ist alles verformt. Und das ist zum Beispiel jetzt auch eine Kombination. Wenn Sie sich umschauen und in die Kästen hineinschauen, da sehen Sie viele, 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 viele knöcherne Präparate. Das heißt, in diesem Raum, egal in welches dieser wunderbaren Schaukästen Sie schauen, da finden Sie jetzt sogenannte mazerierte Präparate, das bedeutet, dass sie nur die Knochen haltbar gemacht haben und die Weichteile wurden entfernt. Das ist natürlich wirklich, wenn Sie den Skelettapparat, wenn Sie die Knochen darstellen wollen, die beste Methode. Funktioniert ganz einfach. Sie legen mit möglichst wenig Weichteilen dran dieses Skelettstück bei 62 Grad, mache ich das immer, einfach in Wasser mit Spülmittel. Ganz einfach. Und dann warten Sie mal 4-5 Wochen. That's it. Dann hole ich es raus, putze es ab, spüle es und dann kommt es in die Entfettung. Weil natürlich jeder Knochen, Sie wissen ja, da ist Knochenmark drin. Knochenmark enthält Fett. Ja? Dann muss ich es entfetten. Zum Beispiel mit Waschbenzin, mit Aceton,
Na, dann lege ich das für weitere 4 Wochen ins Aceton, fange es wieder raus, trockne es und wenn ich dann noch Lust habe und das wirklich hübsch weiß haben will, dann tue ich es noch in eine Lösung mit Wasserstoffperoxid und dann haben Sie das, was Sie jetzt hier in diesen wunderbaren Schaukästen sehen, nämlich Mazerationspräparate, sprich einfach Skelette. Wundervoll. Und das ist ja, wie gesagt, also Sie sehen, Knochen ist genau meins. Also das, ich bin halt mit Leib und Seele Osteologin und Sie sehen, das ist halt, ich fühle mich hier am wohlsten. Das ist großartig. Und das ist eine Sonderform, was Sie hier sehen. Da ist nicht nur das Skelettapparat erhalten, das sind raphitische Brustkörbe und Becken. Da sind auch die Knorpel noch erhalten. Es wurde sehr sanft mazeriert, wo die Knorpel dann noch erhalten wurden und dann getrocknet. Also das ist so ein bisschen eine speziellere Art der Mazeration. Sehr schonend muss man das machen, weil die sind empfindlich. Ja, und damit höre ich auch schon auf zum Reden. Sie sehen, ich rede gerne viel und mit Begeisterung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr an die Wand gequatscht. Du wolltest uns noch runterführen zu den Vergiftungen. Ja, es gibt ja noch Vergiftungen, toll. Genau, also die kann ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, wir werden uns jetzt hinunter ins Erdgeschoss begeben und dann werden wir uns in der Schausammlung noch einen Blick ins Regal mit den Vergiftungen werfen und dann dürfen Sie einmal das Ambiente genießen. Genau. Und dann gibt es die Uhr, wo wir dann versuchen, sie wieder einzusammeln und wieder nach oben zu bringen, um dann ins gemeinsame Gespräch zu kommen. Das ist ein Wagnis, aber wir werden es hinbekommen. Genießen Sie das Ambiente, schauen Sie sich um. Tschüss, du runter. Warte, komm ich dann mit dem Fuß? Ja, genau, nachher. Okay, ich werde es versuchen. Dann werden wir mal schauen, dass wir nach unten kommen. Thank you.
Prozess. Bitte alle aufschließen. Sie können es dann in Ruhe genießen und in die Schaukästen schauen. Ich weiß, die Räume sind sehr klein natürlich. In diesem Raum hier finden Sie natürlich, ich sage jetzt einmal, Erkrankungen ist fast das falsche Wort, sondern Einflüsse der Umwelt auf den Körper, die schädlich wirken. Wie zum Beispiel Vergiftungen und Verätzungen. Ja? Denken Sie irgendwie an, keine Ahnung, das zweijährige Kind findet irgendwie eine Flasche, trinkt raus und das war der Rohrreiniger als Beispiel. Ja? Oder mechanische Schädigungen, das heißt, da geht es um Unfälle, Schädel-Hirntraumen, Elektropathologie. Naja, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Kabel isolieren, das hat einen Schaden, vergessen aber den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, ganz blöde Geschichte. Dann werden Sie Strommarken an Ihren Händen finden, beziehungsweise das wahrscheinlich nicht überleben, wenn Sie viel Pech haben. Thermische Schäden, da geht es um Verbrennungen. Ja? Also das ist natürlich auch ein schädlicher, toxischer Einfluss von außen. Und Strahlenschäden, denken Sie an den Röntgen, ja? An die X-Ray-Strahlenschäden. Ja? Das ist einfach, heutzutage ist beim Röntgen die Strahlendosis so gering, dass sie wirklich nur mehr ganz wenig Strahlung abkriegen. Aber früher war ein Röntgen natürlich heftig zu der Zeit, wo es erfunden wurde. Und da haben die Leute wirklich Strahlenschäden davon getragen. Aber das, worum es hier vor allem bei der Toxizität geht, ist natürlich Vergiftung und Verätzung, weil das ist das Paradebeispiel für Toxizität von außen auf den Körper. Und da unterscheidet man natürlich vor allem zwischen Lauge und Säure. Beides ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, irrsinnig schädlich für den Körper. An beiden werden Sie schwere Verletzungen erleiden. Aber es ist immerhin noch geschickter, wenn Sie eine Säure erwischen, weil Säure hört irgendwann auf. Da ist die selbstlimitierend. Ja? Da haben Sie zwar Ihre Kollikationen, aber es geht nicht weiter ins Gewebe. Und hingegen die Lauge, wenn Sie jetzt eine Lauge trinken, das frisst und frisst und frisst, die quasi limitiert sich nicht selber. Das hört nicht auf zu schädigen. Und das ist die weit schlimmere Verletzung natürlich, weil wenn Sie eine Lauge erwischen, das frisst sich mehr oder weniger durch Ihr Organsystem durch, da hört die Toxizität nicht auf. Die Säure hingegen ist selbstlimitierend. Da haben Sie natürlich auch Schäden, keine Frage, aber Sie werden nicht so schwer verletzt sein. Also nur als kleiner Hinweis, welche Schäden von außen auf so einen Körper einwirken können. Und das ist es, worum es hier in diesem Raum geht. Von Strahlen über thermische Schäden, über Elektropathologie und natürlich dann, denken Sie an Unfälle, mechanische Schädigungen. Das ist es, was wir Ihnen hier gerne noch zum Abschluss zeigen wollten. Und Sie wissen ja, dieses Haus hat ja eine unglaubliche Aura, eine unglaubliche Geschichte. Das heißt, nehmen Sie einfach einmal jetzt irgendwie dieses Ambiente wahr, wandern Sie durch die Räume, schauen Sie mal, was Sie sonst noch entdecken können. In jedem Raum gibt es was anderes zu entdecken. Schauen Sie sich einmal alles an. Es sind wunderbare Präparate hier, Wiener Medizingeschichte. Also es ist, wer von Ihnen noch nicht im Nahenturm war, genießen Sie es. Es ist wirklich sensationell, was man hier zu sehen kriegt. Und wir werden uns dann erlauben, Sie in so knapp 10 Minuten wieder einzusammeln, wer noch sich an dem Gespräch beteiligen möchte. Das wäre toll, weil wir gerne noch von oben weitermachen möchten. Also ja. Ja, in der Gegend.
mein Busch auf den Tisch, aber ich liebe sie. Ach, ich liebe euch. Aber das wisst ihr eh. Wir würden gerne noch einmal sezieren kommen. Bitte ja. Ihr wisst ja eh, meine Tür ist offen. Wir kommen einmal. Ja, musst du ja noch das Kostüm zwei Arten da reingeguckt. Thank you.
noch da sind. Ich glaube, wenn wir da die Tür zu machen, wird dann diesen heiligen Teil etwas wärmer. Ja, es ist angenehm frisch. Da hängen Sie die Präparate länger. Finde ich immer gut. Okay, wir gehen jetzt in den Teil des Gesprächs über. Es wird zunächst so sein, dass es von den beiden Eingeladenen Fragen gibt aneinander und dann würden wir an alle öffnen. Achso, können wir erklären. Jetzt habe ich zuerst so eine wunderbare Frage gehabt, während du gesprochen hast, Kilian. Und jetzt habe ich so lange gelabert, dass mir die Frage runtergefallen ist. Aber ich habe es total spannend gefunden, was du erzählt hast, und auch diese utopischen Fantasien, was man da machen könnte, wie man das transportieren könnte, dass man Leuten in der Nachwelt da quasi eine Botschaft zukommen lassen könnte. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und irgendwie ist für mich immer jetzt auch so der Glaube dadurch geschimmert, also einfach so Religion, Glaube, dass das auch irgendwie so ein großes Thema immer wieder ist, das da aufblitzt. Und ich hoffe, meine Frage ist nicht zu persönlich, aber ich persönlich glaube an Gott. Also für mich ist das was ganz Wichtiges. Wie geht es dir damit? An was glaubst du? Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu persönlich. Ich glaube an das Fortbestehen des Plastikmülls. Das ist ein bisschen problematische Natur, so, sagen wir mal so. Nein, aber auch als Persönliche gebe ich auch gerne ein. Also mich interessiert, ich weiß schon sehr lange, dass ich ein ganz persönliches religiöses Bedürfnis habe, aber keine etablierte Konfession jemals mit irgendwie angesprochen hat. Aber wir haben ja mittlerweile wissenschaftlich zugesichert eine Kommunikation mit der Ewigkeit, wie ich versucht habe darzustellen. Und ich glaube, da ist es auch interessant, die Gefühlsregister, die normalerweise der Religion zugerechnet werden, nicht wieder so eine Säkularisierung der Moderne macht, wegzuschieben, sondern die eher neu zu benennen, neu zu besetzen und zu schauen, was passiert damit, wenn wir so ein religiöses Fühlen in Richtung Ökologie gehen. Das ist eben ganz konträr zu so einer klassischen, wir müssen zurück zur Mutter Natur Sache, die leicht so Blut- und Bodenreaktionär wird, sondern sich mehr zu schauen, was für eine Bewunderung der übermenschlichen Kraft des Gifts, was wir produzieren, ist eigentlich. Also das ist ja, jetzt mal, sagen wir mal, von einer spekulativen, neutralen Warte, ist das ja extrem faszinierend und beeindruckend, dass wir etwas produzieren können, das für mindestens 100.000 Jahre Leben vernichten kann. Also das ist ja irgendwie auch toll, also auf so eine ganz dunkle Art. Und ich glaube, das einfach mal anzuerkennen, dass das irgendwie auch Sexappeal hat und damit dann auch mal ehrlich zu arbeiten, geht man damit in den zweiten Schritt rum. Ich fand da fand ich eine lustige Parallele zwischen uns, weil ich fand es auch total lustig, wie, also ich tue mir ja auch schwer, mir ganz Präparat nehmen, wird vielleicht schlecht, und bin ich glaube ich der Einzige. Oh, I'm sorry, dass ich dir dann noch so ein bisschen dazu nutze. Und du gehst damit mit so einer Überaffirmation, einer Riesenfaszination, oh, das ist toll und das ist toll und der ist so toll. Und mir geht es, glaube ich, ähnlich mit ökologischen Katastrophen, weil es natürlich, wenn man sich so rational nüchtern durchdenkt, extrem schrecklich, wenn man sich eigentlich gleich verkriechen oder so. Aber man mit so dieser Überfaszination kommt man damit noch irgendwie zurecht. Und ich glaube, das ist auf dieser individuellen Ebene von Leichen und der ökologischen Katastrophe, glaube ich, so eine ähnliche Strategie, die wir da verfolgen. So, die Parallele gefällt mir. Ich glaube, so eine Frage, die mich bei dir sehr interessieren würde, ist, die auch quasi auch so eine Brücke zu unseren beiden Themen ist, du hast ja vom Kreislauf der Natur geredet und dass normale Verwesung nicht giftig ist, sondern sich wieder da zurück begibt, windet. Du hast halt das Problem, dass einerseits Gift relativ ist. Also wir kennen das, dass manche Tiere Giftpilze essen können, wo wir sehr bald anlegen würden. Und jetzt aufs Anthropozän gemünzt, was mich beschäftigt, wissen wir auch, dass das bekannteste ist Mikroplastik, dass wir über Tiere und auch selbst immer mehr Mikroplastik amassieren im Körper. Und da dieser oft viel zu einfach runterreduzierte Kreislauf der Natur eine gewisse Disruption erfahrt. Das heißt, da verlierst du eben nicht alles. Mich würde sehr interessieren, was du da für Insights hattest, halt eben
die meisten Menschen verwesen jetzt nicht einfach so in der sogenannten Natur, die meisten Tiere schon. Und was du für Insights hast, was das eigentlich macht, weil wir eben diesen Kreislauf nicht mehr schließen, sondern da diese Tierkörper immer mehr an die Ewigkeit gemahnten Müll mit sich führen, was passiert da eigentlich? Ja, es wird natürlich immer schwieriger, wie du sagst. Ich meine, es gibt natürlich jetzt schon Studien, die im menschlichen Körper, in vielen Organen, in vielen Geweben natürlich jetzt schon Mikroplastik nachweisen. Also da kenne ich wissenschaftliche Studien dazu. Ja? Und jetzt stellt sich natürlich wirklich die große Frage, ja, was heißt das jetzt für uns? Was hat das für uns jetzt für eine Konsequenz? Werden wir dadurch unfruchtbar? Kriegen wir dadurch Erkrankungen, Krebs? Und das ist halt noch irgendwie ein sehr junges Forschungsgebiet, das heißt, diese Antwort wird niemand jetzt noch wirklich suffizient beantworten können, was jetzt quasi dieses Mikroplastik, das wir nachweislich in unseren Körpern haben, einfach durch das, was wir aufnehmen und so weiter, jetzt wirklich mit uns macht und was das jetzt vielleicht auch für zukünftige Generationen bedeutet. Weil natürlich Plastik, das ist Kunststoff, das sind chemische Verbindungen, ja. Das kann natürlich auf chemischen Wege jetzt was mit dem Gewebe machen, nur was ist jetzt noch nicht genau bekannt. Und das Ding ist halt einfach, ja, weil du jetzt gesagt hast, na, was passiert, wenn ich dem Körper jetzt nicht quasi diesen Kreislauf des Lebens jetzt wieder zuführe, wenn ich jetzt nicht im Wald versterbe und dort halt wieder das passiert wie dem Reh nebenan, ja. Da kann ich ein Beispiel eben wirklich aus meiner Arbeit bringen, weil ich leite ja Sezierkurse und da ist es natürlich so, dass diese Körper, an denen wir arbeiten, die müssen ja konserviert sein. Weil so ein Sezierkurs dauert ein ganzes Jahr. Meine Studierenden nicken schon. Genau, also die Gruppe, die hier rechts neben mir sitzt, die hat das ja wirklich über ein Jahr mitgemacht und gesehen, wie sich dieser Körper verändert. Und dadurch, dass die Körperflüssigkeit durch Konservierungslösung ersetzt wird, ja, kann man zwar präparieren, man kann Sezierkurs machen, nur wenn ich dann fertig bin, wird dieser Mensch ja trotzdem gestattet. Das heißt, ich führe diesen konservierten Menschen, der eine Unmenge an Chemikalien im Körper hat, mit dem muss ich ja jetzt unter die Erde bringen. Und da fangen jetzt unsere Probleme an. Weil es ist ganz egal, ob ich jetzt Acetylfixierung habe oder Formalinfixierung, Alkoholfixierung, vollkommen wurscht. Ja? Das Ding ist, wenn ich diesen Körper jetzt nehmen würde und halt einfach in ein Erdgrab legen würde, wie es halt üblich ist, dann würde der nicht verwesen, weil der ist ja gut konserviert, er ist ja dafür gemacht, dass er hält. Soll er ja. Und da hatten wir in den 70er Jahren an der Anatomie Wien große Probleme, weil die Formalin konservierten Präparate wurden dann natürlich im Ehrengrab am Zentralfriedhof bestattet, bestattet. Und irgendwann war das Grab voll und man hat sich gedacht, okay, na, dann legen wir zusammen, das exhumiert man halt mal und dann, ja. Dann ist man draufgekommen, die verwesen nicht. Und dann stand man vor einem riesigen Problem natürlich. Und seit diesem Moment gibt es die Feuerbestattung für unsere Körperspenden, weil sie können nur eine Feuerbestattung machen. Weil das Ding ist, sie verwesen nicht. Und da fangen eben die Probleme an, wo wir unseren Kreis wieder schließen. Ich kann diesen Körper nicht zurück in den Kreislauf eingliedern, weil er tut einfach nicht das, was jeder normale Körper tun würde. Und darum muss ich quasi diesen Körper verbrennen, aber ich habe immer noch dieses Häuflein Asche und das kommt dann ins Ehrengrab. Das, also wie gesagt, das ist natürlich ein Problem, weil sobald der Körper zu viele chemische Substanzen in sich trägt, wird es problematisch. Und weil du vom normalen Körper redest, der wandelt sich ja, also je länger wir von Mikroplastik umgeben werden, desto mehr wird dieser normale Körper eben diese Toxizität von Plastik mit sich führen. Musst du irgendwie die ganze Zeit an, ich glaube, der heißt Jimmy Kimmel, den Frontman von Motorhead, so eine furchtbare Metal-Band, der hat angeblich am Ende seines Lebens halt so viel Drogen und Alkohol konsumiert, dass er nicht mehr reines Blut injiziert bekommen konnte, sondern musste Alkohol und Heroin zugemacht werden. Oh mein Gott! So hat er überlebt. Also, wow. Das Leben mit Gift ist möglich, ist so vielleicht so die, dass man daraus schießen kann irgendwie. Also, Giftigkeit ist, wie ich schon gesagt habe, relativ und auch diese Normalität verschiebt sich ja damit, mit dem, dass wir halt in einer globalen Ökologie, die immer mehr toxisch ist, da verschiebt sich etwas. Meine Frage ist, ist das etwas, was man schon signifikant merken kann? Genau, sowohl du in deinen Tierstudios als auch jetzt in ökologischen Feldforschungen bei Tierkörpern. Also würde man
in einem Feldversuch jetzt random herumgehen und Tierkörper suchen und die dann untersuchen und schauen, ist da jetzt Mikroplastik drinnen? Was ist der Mageninhalt? Ja, ich meine, es ist ja bekannt, wenn man jetzt zum Beispiel Wale anschaut. Ja, wenn man gestrandeter Wal, wenn man da den Magen aufmacht, das sind ja Unmengen an Plastikflaschen, Plastiksackern. Also das ist ja amtlich. Ja? Das ist ja nicht nur Mikroplastik, sondern das ist wirklich Plastikmüll. Ja? Und genauso könnte es natürlich auch sein, ich gehe in den Wald und finde dort ein totes Reh. Und ich mache den Magen auf. Also dass da und dort einmal was mitgefressen wird, was in den Magen nicht hineingehört. Ja, ja, das kommt vor. Also das ist Realität. Und Mikroplastik, würde man jetzt Gewebe untersuchen von diesen Tieren, dann bin ich mir auch ganz sicher, dass man da entsprechend vielleicht nicht so hoch konzentriert bei uns Menschen, weil wir haben ja doch einfach andere Lebensgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten wie jetzt wildlebende Tiere. Ja? Aber da würde man sicher was finden. Definitiv. Und was ich jetzt aus meinem Bereich beobachten kann, unsere Körperspenderinnen und Körperspender, die quasi jetzt zu uns ins Institut kommen, die haben quasi immer mehr künstliche Teile an sich, sei es jetzt der Schrittmacher, sei es jetzt das Hüftgelenk, sei es jetzt eine Zahnprothese, sei es jetzt Stents in Arterien, weil eine arterielle Verschlusserkrankung vorliegt. Ja? Also man hat vor noch 10 Jahren viel weniger Menschen gesehen und Körperspenden gesehen, die jetzt ein Hüftgelenk, ein künstliches haben. Also das fällt mir signifikant auf, dass diese Rate wirklich stark zunimmt. Es ist jetzt schon ein Problem, wenn man jetzt ein quasi gesundes, normales Hüftgelenk sucht, weil man das jetzt seinen Studierenden zeigen will, ist fast nicht mehr zu finden, weil natürlich jeder Mensch, der ein gewisses Alter erreicht, eigentlich jetzt schon fast ein künstliches Hüftgelenk hat. Also jetzt wird es schon eine Rarität, ein normal alterndes Hüftgelenk zu finden, jetzt als Beispiel. Ja? Und das betrifft aber andere Teile des Körpers auch, sei es jetzt ein Zahnersatz, sei es jetzt, keine Ahnung, geschiente Arterie. Also das nimmt signifikant zu. Und das sind ja auch künstliche Teile, die aus Plastik sind, die aus Kunststoff sind, die aus Keramik, Titan, also alles, was quasi nicht natürlich Gewebe sind. Und das fällt mir signifikant auf, ja. Ich hatte mal so eine, vielleicht als eine Anmerkung oder eine Frage, bevor wir vielleicht dann öffnen das Gespräch, weil du hast ja explizit diesen, also du sagst, du bist gläubig und hast aber diese, sag ich mal, unheimliche Begeisterung für die unterschiedlichen Zerfallsprozesse des Körpers, wo auch viele, also was mich auch sehr mal interessiert, das war diese Autophagie, wo quasi die Zellen im Körper sich gegenseitig fressen, weil die noch eine Zeit lang weiter bestehen. Und du aber trotzdem mit diesem Wissen oder dieser Begeisterung der, vielleicht auch, ist es dann eine Vergiftung, wenn die Zellen sich auffressen, oder ist es einfach eine Form von Stoffwechsel? Das ist eine Form von Stoffwechsel, beziehungsweise einfach ein Aufrechterhalten eines Systems, so was weitergeht. Genau. Also eigentlich so ein Selbstzerfressen ist und eigentlich, also welches Körper und welches Ewigkeitsbild hast du eigentlich in dem Moment, also in der Weise, wie du eigentlich das Zerfallen, die Prothesen, dieses Zusammenstecken zwischen natürlichen Körperteilen mit künstlichen Körperteilen und all was mit, und diese, sagen wir auch diesen für uns ja erstmal, für unsere Gesellschaft total tabuisierten Deformationen des Körpers. Also was hast du ein Bild von der Ewigkeit oder was hast du ein Bild von, wie hängt dein Glauben mit deinem Körperbild zusammen? Und dann hätte ich für dich auch noch eine Frage. Finde ich sehr, kannst du dazu was sagen oder ist es zu persönlich? Weil ich das sehr. Das sage ich gerne, weil das ist natürlich, na, ich setze mich natürlich damit dann auseinander. Ihr wisst ja, wir haben ja oft und viel darüber gesprochen auch und das thematisiere ich auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja? Weil prinzipiell, wenn man jetzt einen Naturwissenschaftler anschaut, mich als Mediziner, mich als Anthropologin, ja, eigentlich sollte das Glauben strikt ausschließen. Weil es gibt zwei Weltbilder. Du glaubst oder du bist Naturwissenschaftler. Und bei mir fehlt aber bei oder du glaubst an die Naturwissenschaft. Ja, natürlich. Also Darwin, ja, ist ein Thema für mich und ich bin mir, also wie gesagt, und die Schöpfungsgeschichte, naja gut, darüber können wir jetzt diskutieren, aber nein, das Ding ist, für mich schließt das eine das andere nicht aus. Weil ich glaube nicht nur, ich spüre. Und für mich ist der Körper, der hier liegt, ja, mit denen ich arbeite, das ist eine Hülle.
Weil das, was ich spüre bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ja, die frisch verstorben sind, ich arbeite auch mit frisch Verstorbenen, ich mache auch Totenbeschau bei uns im Ort, das heißt, teilweise finde ich wirklich Leute, die wirklich erst sehr kurz gegangen sind. Und da spürt man einfach noch, ich habe gesagt, dieser Sterbeprozess dauert ja bis zu 2 Tage, bis wirklich die letzte Zelle verstorben ist. Wenn ich zum frisch Verstorbenen komme, ja, ich habe dann immer das Bedürfnis, diese Person zu berühren, weil ich spüre, da ist noch was da von der Persönlichkeit. Ich spüre, da ist was. Ja? Und wenn ich jetzt 5 Tage später mit diesem Körper, zu diesem Körper komme, dann spüre ich, der Mensch ist gegangen. Das ist nur mehr die Hülle. Und darum schließt das eine bei mir das andere nicht aus, weil ich glaube sehr wohl, dass da mehr ist. Jetzt nicht, vielleicht nicht strikt im christlichen Glauben, auch ich bin gläubige Christin, aber vielleicht jetzt etwas weiter gefasst. Nicht so im strikten Kastl-Denken. Für mich ist da einfach mehr, ich spüre, da gibt es eine, ob man das jetzt Seele nennt oder jeder hat sicher seine andere Bezeichnung für das, was ist, die Persönlichkeit. Ich spüre einfach, die verlässt den Körper nach einer gewissen Zeit und das ist nicht zack weg, sondern das ist ein Prozess. Und das, was überbleibt, ist ja nur eine Hülle. Aber das heißt, du hast eigentlich so eine Körpergeist oder sowas Transzendentes und das Materielle. Also genau. Es gibt quasi diese materielle Kultur des Körpers, die du naturwissenschaftlich untersuchst. Und es gibt diese andere Transzendenz, die eine andere Form von Materie hat. Genau. Und ich meine, du machst ja schlussendlich genau das Gegenteil. Weil du eigentlich ja versuchst. Nein, das ist ganz interessant. Weil du ja sozusagen als Anrufung oder als Affirmation ja im Grunde sagst, dass diese materielle Kultur, die überbleibt, die sich nicht zersetzen lässt, im Grunde ist eigentlich eine neue Ewigkeit ist und für diese neue Ewigkeit, weil sich diese Stoffe nicht zersetzen lassen, nicht über eine Transzendenz, sondern über die pure materielle, über das pure materielle Dauern eigentlich einen Kultus versuchst zu entwickeln. Und warum aber ist es dann das Gebet? Weil das Gebet ist ja eigentlich ein Dialog mit einer anderen. Also das, an wen richtet sich da? Also warum benutzt du das Gebet? Weil du hast aber wechselnde Adressaten in einem. Also ich habe beim zweiten Mal nicht mehr ganz mitgekommen. Beim ersten habe ich noch gemerkt, da hat sie verschiedene Adressaten. Also es gab die schwarze Flüssigkeit, es gab die Flasche. Also was ist das für, wenn das Gebet ein Dialog ist? Oder eine Kommunikation, die auch schief gehen kann. Warum das Gebet oder was ist das für ein Religionsverständnis? Das sind vielleicht 2 Fragen, ich versuche auch beide zu beantworten. Ja, ich finde beide total schwarz zu treffen. Das erste zum umgedrehten Verhältnis, ich glaube, das zeigt, also ich muss mich jetzt auch als Nietzscheaner mit seiner Umwandlung meiner Werte etc., wo das meist umgedreht wird. Und das, finde ich, ist das Spannende an der Atomsemiotik, weil da dreht sich genau dieses Verhältnis um von der Körper ist nur die Hülle, die vergänglich ist und die Idee, die Seele, das Geistige, das bleibt. In der Atomsemiotik bemerken wir wissenschaftlich, dass genau das Umgekehrte das Problem. Die Körper, also die radioaktive Stofftätigkeit bleibt für Ewigkeiten, aber unsere Ideen, unsere Konzepte, die wir davon machen, da wissen wir, die sind in einem historischen Wandel, die werden nicht in 100.000 Jahren noch so ankommen wie heute. Das ist das Interessante, also genau das dreht sich da um. Das interessiert mich daran. Womit kommuniziert das Gebet? Oder warum das Gebet? Warum hast du das Gebet genommen als Form? Es könnte auch ein Ritual sein. Also es könnte ja auch, weil das Gebet ist ja, hat ja viel auch mit Monotheismus zu tun. Mhm. Und es gibt ja Rituale, die haben ja eher vielleicht so auch also warum ist es eher ein Relikt, oder vielleicht irre ich mich auch. Also in politistischen Religionen gibt es auch Gebete. Okay. Also, warum ausgerechnet das Gebet? Und an wen? Ich meine, natürlich ist es auch eine künstlerische Arbeit und ich arbeite mit kulturellen Registern, in denen ich bin und spreche aus der Tradition, aus der ich komme. Ich glaube aber schon, also ich tue mir schwer mit so einer scharfen Trennung zwischen Religion und Naturwissenschaft oder so, weil ich glaube, ich gerade das Anthropozän und die ökologischen Wissenschaften uns zeigen, in was für einer verrückten Verbindung wir sind mit der extremen Vergangenheit, mit der extremen Zukunft. Also ich weiß nicht, ob heute jemand mit dem Bus hergefahren ist, aber dieser Bus fuhr uns deswegen her, weil vor Jahrmillionen Plankti irgendwo anaerob verwest sind, damit wir damit heute fahren. Also allein schon diese Verbindung dorthin
Oder die Plastikflasche, die ich getrunken habe, auch die ist aus diesem Plankton irgendwie entstanden. Vor Jahrmillionen Jahren. Und wenn ich zum Glück nicht die Flasche getrunken, sondern die Flüssigkeit. Und diese Flasche, wenn ich sie jetzt da in die Donau haue, bleibt sie da auch für einige hunderte, vielleicht sogar tausende Jahre. Das heißt also, diese Kommunikation mit etwas, was absolut das menschliche Maßstab übersteigt, das hat sich klassischerweise die nicht wissenschaftliche Religion zur Aufgabe gemacht, das irgendwie zu vermitteln für uns kulturell. Und mir kommt vor, dass die Ökologie, die diese extremen Dauern in beide Richtungen, unsere extreme Verwobenheit halten mit dem, dass die das eigentlich fassbar macht und dass man da, dass das einfach so eine Kernschmelze zwischen Religion und Wissenschaftlichkeit ist. Und ich glaube, deswegen kann da ein wissenschaftliches Paper auch ein Gebet sein, glaube ich. Und das finde ich das Interessante daran. Aber dann ist das mehr ein Zitat einer kulturellen Praxis. Dann ist es eher ein Mittel oder es ist eher eine Aufrufung eines Mediums, die den Kontext vertauscht. Als die Form eines. Naja, das ist nicht so wichtig, aber. Ja. Nein, das Ding ist, meine Religion etabliert sich immer. Das hätte man vielleicht Jesus auch noch vorwerfen können, aber halt nach 2000 Jahren Vatikan hat sich das so etabliert, dass es sich ein bisschen kulturell losgelöst hat, würde ich sagen. Und das, ich glaube, dadurch entsteht diese Qualität von Religion, dass sie irgendwann mal von ihrem Key Signifier losgelöst ist und einfach eine reine soziale Praxis ist, die auch niemand mehr verstehen muss. Und ich glaube, darin liegt auch eine interessante Stärke darin, dass Religion es schafft, Sachen so zu kodifizieren, dass sie trotzdem eine Bedeutung haben, ohne dass ich den gesamten theologischen Hintergrund verstehen muss. Aber du verwendest natürlich ganz starke Begriffe aus dem religiösen Kontext. Erstens einmal den Begriff Religion an und für sich, den man ja mal definieren kann als Hilfsmittel, als Werkzeug, wie komme ich durch dieses Lehm, in dem ich stecke? Die Diskussion ist geöffnet. Sorry, das ist super. Und wie kann ich für mich das bewältigen? Das sehe ich in deinem Ansatz nicht als ein Werkzeug. Und das Zweite, du redest immer von Ewigkeit und dann von 100.000 Jahren. Und das ist für mich etwas, das absolut nicht kompatibel ist, weil wir reden über einen Prozess des Universums, der in die Milliarden geht. Und wahrscheinlich liegen noch einige Milliarden Jahre dem Universum vor sich. Und diese reduzierte Ewigkeit wirkt für mich eher wie ein Kunstgriff. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht bewerten. Es ist nur, ich habe unglaublich viel Interessantes von dem wahrnehmen können, auf was du das aufbaust. Nur das, was du dann als Religion, oder dass du es als Religion definierst und mit diesen Begriffen und auch mit dem Gebet, das für mich immer ein anderer auch da ist, ein Dialog, mit dem das geführt wird, das habe ich dann überhaupt nicht verstanden. Wenn du sagst, das ist ein künstlerischer Eingriff, dann kapiere ich es, aber wenn du jetzt sagst, dass das mit Jesus auch so war, Jesus hat auch von einer Ewigkeit geredet, die jetzt nicht 10.000 oder 100.000 Jahre gedauert hat, soweit ich informiert bin. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber es war für mich immer so ein Pendeln zwischen einem sehr wertvollen Inhalt und einer Außenhülle, mit die ich einfach nicht verbinden habe können. Aber es liegt wahrscheinlich nur an mir, wie ich das jetzt zu verstehen versucht habe. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Antwort. Ich glaube, wenn ich jetzt natürlich auch so ein gewisser Hostile-Takeover von der Religion hat, auch so einen Provokationscharakter, aber ich glaube, dass schon man eben, wenn man die, es ist auch sehr schwierig, eine Religion zu definieren, aber wenn man der Religion irgendwas zugesteht, ist, dass sie eben nicht alles positiv ausformulieren kann, sondern eben etwas in diesen schwammigen Graubereich lässt. Da würde ich mich dann auch auf diese Seite stellen, von, ist diese Ewigkeit wirklich eine Ewigkeit oder 100.000 Jahre? Ändert das irgendwas für uns beide jetzt? 100.000 Jahre? Ja, es ändert was. Ja, es ändert was. Es ändert was in der Draufsicht auf das Humane und auf den Menschen. Und auf den Menschen und auf unsere Position. Also ich habe zu wenig Erfahrung mit Religion, aber oder mit religiösen Themen oder mit so Überbegriffen, aber du verwendest Überbegriffe, du dehnst sie und du sagst auch für die nicht-humanoiden Wesen danach, welche Kommunikationsformen finden wir, dass die das noch verstehen können. Das heißt, du redest über eine Endlichkeit, du denkst auch über eine Endlichkeit des Menschen nach, du denkst über einen großen Begriff, aber dann reduzierst du es wieder und das ist, ich sage nur, das ist für mich dann
keine Provokation, sondern eher ein, ja, eine Denkaufgabe für mich. Was hat er jetzt damit gemeint? Und ich möchte noch etwas sagen. Ich finde es ja großartig, was du machst, weil du etwas nicht tabuisierst, sondern im Gegenteil herausholst. Etwas, was unser Menschsein im intensivsten betreffen sollte oder auch immer betrifft und was wir großartig in der Lage sind, immer zu verdrängen, ist dieses, diese Auflösung und dieser, das Nicht-mehr-Sein oder das Nicht-Sein. Und du beschäftigst dich ja direkt an, der, an diesem Grenzbereich des Übergangs. Und wenn du dann sagst, als Wissenschaftlerin, da gibt es noch Phasen, wo das dann nachgelebt wird, dann klingt für mich sehr, sehr, sehr buddhistisch. Ja. So die letzten drei Stufen, soweit ich mich erinnern kann, auch da kenne ich mich zu wenig aus, des Bardos, des Übergangs und dass das noch länger dauert und das noch länger dauert und wo verorten wir uns in dem Körper. Das sind alles so Dinge, die sind unglaublich und solche Übergangsprozesse haben wir in Toraja erlebt, als die ja, als die Leute mit ihren Toten noch 2, 3, 4 Jahre im gemeinsamen Haushalt leben und sie eher als krank bezeichnen und als Wesen, die noch vorhanden sind, die halt andere Kriterien des Messens noch haben. Aber was bedeutet das für dich in diesem Übergang? Also was bedeutet für dich dieser Übergang in deiner Erfahrung mit dem Tod? Mit deiner unmittelbaren Erfahrung mit dem Tod von Nahestehenden. Ja. Nachdem ich jetzt seit 20 Jahren in dem Bereich bin, arbeite, lebe, ist es so, dass ich diesen Bereich inzwischen schon sehr, sehr gut kenne und natürlich auch meinen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Weil ich sage mal, es gibt, man muss dafür geboren sein, man muss das mögen. Man merkt sehr bald, wenn das nicht sein Bereich ist und wenn man das nicht schafft. Und das ist mein Bereich, da fühle ich mich, klingt vielleicht blöd, aber zu Hause. Das ist meins, das ist wie Heimkommen. Ich bin einfach in dem Sinn eine Grenzgängerin zwischen Leben und Tod. Und das ist einfach mein Bereich. Und ich kann sehr wohl nahestehende Menschen, da reagiere ich natürlich etwas anders, wie wenn jetzt ein mir fremder Mensch verstirbt und ich den begleite oder halt, ja, dann ist das natürlich immer was anderes, wie wenn man einen sehr nahestehenden Menschen begleitet. Und das ist halt einfach, da kommt natürlich die emotionale Komponente noch dazu, was jetzt bei einem Menschen, den man jetzt nicht näher kennt, ja etwas distanzierter ist. Aber es ist auch immer so dieser Übergang, wo man dann merkt, okay, der Mensch geht jetzt, der Mensch darf jetzt gehen, er darf loslassen. Es hat immer auch ein bisschen was von einer Erlösung, einem Loslassen, sich vom Leib loslösen. Und dieses Motiv hat man ja nicht nur im Buddhismus, dass dann danach noch was ist. Wenn man sich jetzt klassisch die Totenrituale, auch im Christentum, die wir jetzt leider Gottes schon heutzutage zu sehr an den Rand gedrängt haben, anschaut. Also ich kenne es noch so, meine Großeltern wurden 3 Tage zu Hause aufgebahrt, die Spiegel wurden verhangen, damit die Seele sich nicht selber sieht. Die Fenster wurden geöffnet, damit die Seele gehen kann. Und 3 Tage sind dann alle Verwandten gekommen und haben sich verabschiedet von diesen Menschen. Und wie ich gesagt habe, nach circa 2 Tagen sind die letzten Zellen tot. Also das macht schon Sinn, da ist ja noch Energie, da ist was. Wie auch immer man dazu sagen mag, ja, kann man interpretieren, wie man will. Im christlichen Glauben gibt der ursprüngliche Kult, dass quasi die Person noch 2, 3 Tage zu Hause aufgebahrt wurde. Im Buddhismus natürlich. Tibet, ja, da haben sie ein eigenes Totenbuch, dem Ritus sie folgen. Also es gibt eigentlich in jeder Kultur, in jeder Religion eigene Totenriten. Nur in der heutigen Zeit ist das ein irrsinniges Tabuthema. Man will gesund, schön, jung, dynamisch sein. Na tot, das passt doch nicht ins Bild. Ja. Also das wird gerne an den Rand geschoben, gerne ins Hospiz geschoben, ja, in die Palliativstation, weil das ist tabu. Und genau das ist auch das Problem, weil wenn man einen Verstorbenen sieht, das ist so, oh mein Gott, ja, also das ist wirklich tabu. Den greife ich jetzt nicht an, obwohl das vielleicht meine Oma war. Und da kommen diese Hemmungen durch. Und das ist einfach in der heutigen Zeit etwas, dass man quasi vom Leben fast abgeschnitten und in die Ecke gedrängt hat. Früher war es ein Teil des Lebens. Da war es ganz normal, dass der Tote oder die Tote zu Hause verabschiedet wurde.
Und das ist halt jetzt wirklich weggeschoben worden. Und für mich ist das aber noch ganz normal. Also wenn, egal welcher Verstorbene das ist, ich nehme dann einfach die Hand, begrüße den auch, wie wenn er noch leben würde, weil irgendwas ist da natürlich noch da, wie auch immer man es dazu sagen kann. Ja? Interpretiert jeder anders. Weil das ist ein Mensch wie du und ich, und der ja, will natürlich auch, ich weiß nicht, man spürt einfach was, finde ich. Und je länger verstorben, desto mehr ist es halt dann nur mehr Hülle. Was danach passiert, ob der jetzt quasi wiedergeboren wird, ob der jetzt in die Ewigkeit eingeht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Mich würde das interessieren. Ja, ich wollte dazu auch was sagen, weil mich hat das heute die ganze Zeit auch beschäftigt, wie du eben von dem geredet hast, wie lange das dauert, dass man wirklich tot ist. Und ich durfte, also als Hand eines Performance-Vortrags von einem Maori kennenlernen, wie die Maoris Tote begraben. Die machen nämlich das auch, so wie du es eben auch beschreibst, dass sie den Toten wirklich zwei Tage begleiten, aber auch so, dass sie den berühren, dass sie ihn, dass sie ein Kunstwerk, dass sie ihn schmücken, also ein Kunstwerk weil sie behaupten, dass es ungefähr zwei Tage dauert, bis der weg ist, und sie besprechen ihn und sie verabschieden sich verbal, sagen auch die Hand oder den Körper, und sich das hat mich so berührt, ja, wo ich mir denke, ich möchte auch mal so sterben, ja, oder so begleitet werden, weil es ist so was Schönes. Und ich kenne es auch von meinem Onkel, also das war der einzige, den ich gesehen habe, und also was du auch beschreibst, ja, und ich lebe immer, also wenn jetzt bei mir im Land jemand stirbt, ist unbedingt eine Tante gestorben, hat es geheißen, man darf sie verabschieden, aber habe ich gehofft, man sieht sie noch. Nein, das sah alles immer zu. Entsetzlich. Ja. Aber auch für, ich denke mal, es muss ja auch für den, der gestorben ist, entsetzlich sein. So hat dann keine Klingel. Alleine gelassen wird. Hat dann keine Klingel. Ja, es ist auch etwas Persönliches, aber es ist ein Empfinden. Ja. Das ist auch, und das ist eben für die solche Kulturen ist es eben so, in den ursprünglichen, dass man eben genau diese zwei, drei Tage, um dieser Person einen sanften Übergang zu gewährleisten. Ja? Im tibetischen Totenbuch werden wirklich Rituale durchgemacht. Dadurch läuft der Tote wirklich Phasen, die begleitet werden von seinen Verwandten, die lesen ihm vor. Die waschen ihn. Also das ist total faszinierend. Das hat mich schon als Zwölfjährige interessiert. Da war ich mal in einem Seminar mit meiner Mama. Und darum kenne ich das schon sehr lange. Also das hat mich schon als kleines Mädel interessiert. Nur so als kleiner Side-Fact. Also von anderen Kulturen kann man wahnsinnig viel lernen. Und die gehen oft noch viel natürlicher damit um. Weil das da was ist, ja, ist was Unmenschliches. Ja, auch diese Mischung, das finde ich ja interessant. Also das eigentlich... Du sprichst von Ewigkeit und eigentlich gibt es ja diese totale Angst vor Endlichkeit und ja, diese Zeichen der Endlichkeit. Und dass viele Kulturen ja auch die Vorfahren oder die Gestorbenen auch begleitet werden als Körper, weil sie das Leben weiter begleiten werden. Also das heißt, dieses Zeitkonzept ist auch nicht nur an die Hülle gebunden, sondern dass dieses andere Konzept ist auch, dass die Anwesenheiten die ganze Gegenwart begleiten. Das heißt, wenn das so wäre, wäre es jetzt hier verdammt voll. Ja. Weil nicht nur unsere Körper da sind, sondern wenn jetzt alle anderen Körper oder die, was auch immer dann ist, weiter ist oder die ganzen, sagen wir, diese ganzen Präparate sind nicht einfach nur herausgeschnittene Teile von etwas, sondern da sind noch Geister dran oder da sind noch Lebewesen dran, die mit diesen Teilen vielleicht auch eine Anwesenheit haben. Das sind ja auch andere Konzepte von Zeit. Also diese Angst vor Endlichkeit und gleichzeitig immer das Abschneiden von Gewesenen. Als eine Historie von Gegenwart oder wo die Gegenwart meist immer gefressen wird in Konzepte von Zukunft. Solange es eine gibt.
Aber gibt es da nicht zwei ganz unterschiedliche Perspektiven, von denen Sie jetzt gesprochen haben? Sie haben sich das Wort Empfinden. Ja? Und Sie haben gesagt, sozusagen, ich würde sagen, es gibt die Innenansicht auf den Tod. Ja. Ja? Und das ist sozusagen, Sie empfinden, da ist noch was irgendwas. Das heißt, philosophisch würde ich sagen, das ist irgendwas, was Sie in der Innerlichkeit Ihres Bewusstseins erfahren. Ja? Jetzt ist aber was ganz Seltsames passiert, warum leben, ich behaupte, mythische Kulturen, also ich könnte eine schöne Geschichte dann noch erzählen von Indien, mythische Kulturen leben das Außen von innen her. Das heißt, sie leben in dem, für die ist das nicht eine Theorie, dass da irgendwelche Toten existieren, sondern das sind Kulturen, die für die in einem Alltag in Kontakt mit diesen Leuten sich befinden. Das heißt, der Tod ist hier nicht eine Sache, auf die ich drauf schaue. Das ist keine Sache der Verobjektivierung, sondern das ist, ich sag's mal absichtlich, eine Innenansicht auf den Tod. Also das hat sehr viel mit dem zu tun, wie ich Tod erfahre und wie ich die Toten erfahre. Das, was uns, und das wäre für mich eine Sache, das war wunderbar, wie Sie das gemacht haben heute, aber gleichzeitig ist hier, und da würde ich von dir noch nehmen, da ist eine bestimmte kulturelle Technik, natürlich, die in diese Art des Betrachtens hineinkommt. Wie Sie wissen, lange war der Körper überhaupt tabu, man hätte den gar nicht aufschneiden dürfen. Ja, ja, sozusagen, das war ja ein riesiger Schritt. Das heißt, es ist die europäische und gerade die wissenschaftliche Weise, die nicht mehr den Tod von der Ebene des erfahrenden Bewusstseins erfährt, sondern die permanent in dieser Verobjektivierung, dieser Vergegenständigung ist. Also ich glaube erst an was, indem ich sozusagen den Tod auf seine Chemie, auf seine Materie und so weiter untersucht habe. Das ist aber eine ganz andere Erfahrungsweise, als wenn wir über alte Kulturen sprechen, weil das war auch ganz interessant, dass Sie dann gesagt haben, ich bin wissenschaftlich und das ist nur Mythos. Also so zum Beispiel bei den Giften kam der Mythos rein, genau. Ja. Aber das ist ja genau diese andere Erfahrung des Todes. Vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel, das ich Ihnen nenne. Also ich bin auch viel in Asien, in Indien. Und da war eine Geschichte, natürlich mir kulturell sehr fremd, aber die fand ich sehr interessant. Das war eine Frau, die war verheiratet, eine indische, mit Familie, zwei Kinder, ein Mann. Und plötzlich, das war sehr lebendig, sehr vitale, also nicht so esoterisch oder ätherisch, das war eine sehr vitale, eigentlich fast afrikanische Anlehnerin. Und die hat plötzlich immer dieselben Erfahrungen gehabt von Traum und so weiter, dass ihr irgendein Mensch erscheint, von dem sie nicht wusste, wer das ist. Und der ist immer wieder zu ihr gekommen, hat ihr Sachen gesagt, die sind dann auch eingetroffen. Ich kann das, ich erfahre sowas nicht, aber das hat sie halt erzählt. Ja? Ja. Sie hat das erzählt und dann war das so, dass sie ihrem Mann und ihren Kindern das gesagt hat und er hat gesagt, sie soll irgendwo sich zurückziehen und sozusagen einen Ashram bringen. Jetzt ist aber, bei uns würden die hier landen, sozusagen im Narrenhaus. Ja? Das sind einfach schon kulturelle Praktiken, ja? Wo der Mann und die Kinder haben dann zugestimmt, dass diese Mutter diesen Ruf hat. Das zeigt, dass das nicht irgendwie eine Theorie war oder glauben sie an diese Dinge, sondern für diese Kulturen ist das zum Teil so real wie die Stühle, die jetzt hier stehen. Und die Familie hat zugestimmt, dass weil das regelmäßig kommt und das einfach in dieser Kultur allgemein ganz normal ist in gewisser Weise, dass solche Dinge passieren. Die hat sich zurückgezogen und lebt jetzt sozusagen am Land als ja, eine Therapeutin, würden wir sagen. Das heißt, die ruft diesen Mann, wo sie draufgekommen ist, dass er ein Musiker aus dem 14. Jahrhundert war. Ja.
oder ist. Und wenn sozusagen Leute vom Dorf kommen mit Problemen, dann zieht sich die zurück. Sie wird sozusagen Medium von diesem Geist, ja, von diesem Toten, ja, wie ein Telefon, genau. Und der sagt ihr, was sie diesen Leuten sagen soll. Also das ist, ich will nur sagen, das ist für uns ja nicht mehr, für die meisten von uns ja überhaupt nicht mit nachvollziehbar und mitvollziehbar, aber in anderen Kulturen ist das noch eine lebendige Praxis, an die die nicht als subjektiv irgendeiner Person glaubt, sondern das ist eine kulturelle Technik und Praxis, die in dieser Lebenswelt wirklich. Und das Letzte, das ist keine Draufsicht. Wir haben auch eine kulturelle Praxis. Und wir wollen den Tod vergegenständigen. Das ist die moderne naturwissenschaftliche Weise. Wir wollen den dingfest machen. Und wir wollen nicht sozusagen von der eigenen Erfahrung vom Tod sozusagen im lebenswertlichen Selbstbewusstsein. Also das ist für mich sehr interessant gewesen, weil das bei Ihrem Vortrag ganz besonders für mich gerade diese permanente kulturelle Technik der Dingfestmachung und der Vergegenständigung. Ja, das ist, was ich tue. Das ist, was ich jetzt seit 20 Jahren gewohnt bin zu tun als Ärztin, als Naturwissenschaftlerin. Und das prägt mich. Und dann gibt es noch mich als Privatperson mit allen Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, mit allem, was ich gespürt, erfahren, gefühlt habe. Und das sind zwei Welten, die muss ich unter einen Hut bringen. Und wie gesagt, dieses Aufeinanderprallen haben Sie gut gespürt, weil genau diesen Konflikt habe ich durchaus manchmal. Weil da gibt es zwei Welten. Ja, nur in welcher bewege ich mich jetzt gerade? Mit welcher arbeite ich jetzt gerade? Und das muss man immer im Kontext sehen. Ich kann natürlich aus meiner kulturellen Haut auch nicht heraus. Und ich bin in einer gewissen Kultur aufgewachsen. Ich habe eine gewisse Ausbildung natürlich gemacht. Und in dem Kontext sehe ich das natürlich auch. Und das merkt man natürlich dann auch sehr deutlich, wie und was ich dann quasi vortrage, weil aus dem Kontext kann ich ja, komme ich jetzt auch nicht raus. Außer ich gehe willentlich drüber. Aber wie gesagt, das war eben ein Einblick in meine Welt, mit der ich täglich konfrontiert bin. Und ist vielleicht auch ganz spannend. Also diesen Konflikt, den lebe ich täglich. Ich wollte noch was fragen, ich muss die ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob das passt, aber vielleicht auch zu diesem Kreislauf und wo der Tod beginnt oder so. Oder auch, ob wir eine sind, ne? Also auch mit der Welt, muss ich die ganze Zeit irgendwie an Autoimmunkrankheiten denken. Und ob wir, also so wenn man quasi auch dem wir sind, Teil des Planeten und was wir da tun mit diesem Planeten, sind wir das auch vielleicht. Aber ich kenne mich zu wenig jetzt medizinisch überhaupt nicht aus, aber ich glaube, man weiß auch nicht so genau, warum das ein Körper macht. Ne? Du meinst, wir sind die Autoimmunerkrankung des Planeten? Mhm. Ah, okay. Jetzt habe ich. Spannender Blick, auf jeden Fall, ja. Ja. Autoimmun heißt, dass man Körper eigentlich als Körper empfängt. Das wüsste ich jetzt nicht, dass ich zum Planeten nehmen soll. Aber da geht es wahrscheinlich auch zu medizinisch. Ja, wenn wir ein Kreislauf und Planeten sind, sind wir genauso, also es gehört ja alles zusammen, also sind wir wie ein Körper. Aber wer ist denn Körper fremd und wer ist denn Körper eigen? Nee. Nein, weiß auch nicht. Ich muss nur die ganze Zeit irgendwie an dieses Innen, Außen abstoßen. Also im Sinne, wir sind Teil dieser Welt und richten uns durch die Umweltzerstörung gegen unsere Welt. So vielleicht im Kontext. Wir nennen es ja auch Umwelt und nicht Mitwelt. Was? Wir nennen es auch Umwelt und nicht Mitwelt, das ist ja auch Grenzung. Da passiert außen was und ist ein Zipper, wie das separat sind. Aber da macht, also da beginnt die Gefahr, einen Kategorienwert zu geben, wenn wir sagen, dass die Welt und die Natur etwas Stabiles ist und nur wir die sind, was verändern. Und das sind jetzt nicht die erste Katastrophe. Also wenn wir jetzt mal sagen, die Menschen, das ist eine Katastrophe, das ist nicht die erste, sondern wir leben eine sechste Massensterben gerade. Also es gab da schon mindestens fünf davor, aber davor, das gibt, wissen wir nicht, weil wir sind jetzt auch nicht Götter, die wissenschaftliche Einsicht in alles haben.
Das heißt, sind wir eine Autoimmunerkrankheit, das ist natürlich immer problematisch, eine Metapher so weit auszuweitern, weil es ist ja letztendlich unser Sprachsystem und nicht eine Ideenkategorie, die über der Welt steht. Und auf eine Art tut sich Natur, also das, was wir Natur wenden, auch über Krisen, auch über Katastrophen neu regulieren. Das heißt, wir müssen jetzt nicht die Angst haben, dass wir die Natur zerstören, sondern wir tun eine Metastabilität, die gerade, man beziffert sie mit 11.700 Jahren, gehalten hat, die scheint gerade der sogenannte Organismus Anthropos zu stören. Und da kommt eine andere davon. Das sechste Massensterben betrifft doch nicht alle. Also Kakerlaken, Tintenfische und Quallen wird es danach um einiges mehr geben als davor. Ob es uns gibt, wissen wir nicht. Es wird viele Arten nicht mehr geben. Also das ist auch, man kann das wieder auf einer Metaebene, also einen weiteren Regulationsprozess bestimmen. Also, und da wird es dann schwierig, wie man es einordnet. Ich wollte, um das Naturverständnis zu verkomplizieren. Ich finde ja dieses Innen-Außen nochmal total interessant, weil die Religion, also nochmal diese Religionsbegriffe, könnte man ja sagen, hängen ja häufig mit Kosmologien zusammen. Dass man eigentlich eine Kosmologie aufstellt als ein Deutungssystem, was einen umgibt. Also dass man sagt, man versucht Deutungssysteme aufzustellen, die einen umgeben. Und dieses Innen-Außen, ein paar Leute kennen das von mir, aber das fand ich interessant, dass die Etrusker zum Beispiel haben ihre Kosmologie auf das Organ der Leber übertragen. Und die haben Orakel aus der Leber gelesen. Das heißt, dieses Innen-Außen, also eine Abstraktion dieser Kosmologie, und ich würde sagen, eine Kosmologie hat immer was mit dem Glaubenssystem zu tun, war aber wiederum im Körperinneren aufzufinden, wo als Übertragung und bei den Leberschauen oder diesen Orakelbefragungen, was dann eben die Umwelt, die Sonne, die bei der Öffnung des Tieres quasi den Willen der Götter in diesem Organ durch die Sonnenstrahlen berührt hat und darüber den Willen der Götter in dem Organ hat sichtbar werden lassen. Und aber das System des Glaubens war im Innern des Körpers. Und das finde ich aber interessant, obwohl es ein abstraktes Modell war. Und wie ist es dann trennbar? Also oder welche Art von Wiederholung von, sagen wir mal, Weltsystemen zergliedert sich oder wiederholt sich in immer wieder kleineren Ecken? Und deshalb ist dann vielleicht die Autoimmunerkrankung als ein Moment, vielleicht dann ja auch wieder, also je nach, also wir wissen, wie lange waren die Dinosaurier? 156 Millionen Jahre? Und dann waren sie weg, ich weiß nicht, die Zahlen nicht mehr genau. Und dann waren sie hinüber, weil sich die Atmosphäre geändert hat und so weiter. Aber das sind ja vielleicht auch nochmal, dass man manchmal etwas dingfest macht, du hast gesagt dingfest, was sich aber gar nicht dingfest machen lässt. Und diese Art von, dieses Nicht-Dingfest machen an etwas, ist ja letztendlich auch wieder ein Glaubenssystem. Ich verhake mich gerade. Ich spring mir bitte jemand bei. Und das finde ich aber interessant, weil ich habe auch den Eindruck, das Ding festmachen in dieser Gesellschaft ist aber so nicht da. Also es gibt den Tod nicht. Es gibt das weggesperrte Verwesen. Also jegliche Art von Zerfall, sei es Müll, also sind sie die Abfälle, also die Abfälle des Körpers, die Abfälle des Menschen, sind eine totale Tabuisierung. Das löst die dritte Welt für uns. Oder das lösen andere Länder für uns. Und das löst das Hospiz, das ist institutionalisiert. Das ist sozusagen, aber nicht Teil von unseren... deshalb habe ich ein einfach das Ding festmachen, das überhaupt mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, vielleicht einfach uns auch mal, einfach vielleicht ein ganz entspannter Prozess ist zu sagen, so, das ist dann halt ein Gatsch, der auf der Wiese liegt und das war's. Also, ja, zurück. Aber das finde ich einen sehr wichtigen Moment, wo du jetzt hereinbringst, nämlich das Wort kosmisch ist ja eigentlich genau das, was Kilian zum Teil wieder hereinbringt, indem er sagt, wir leben ja als Menschen zumindest in zwei Zeiten. Ja, die eine ist die Lebenszeit, ja, die ist nicht sehr lang von uns. Ja, aber dann haben wir ja nicht nur, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, also auch mit Tod und so weiter, weil
entweder reduziere ich die ganze Zeit, die Ewigkeit auf meine Lebenszeit. Genau. Ja, und dann ist sozusagen alles, was mich interessiert, ist zwischen 1963 und irgendwann in 20 Jahren oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, ich weiß es nicht. Aber das heißt, ich reduziere die Ewigkeit, weil das Wort ja von beiden gekommen ist, ich reduziere die Ewigkeit auf meine Lebenszeit. Und das Kosmische war klassisch ja genau der Versuch, dass ich nicht die Zeit verenge nur auf mich und meine Lebenszeit zwischen der Geburt und dem Tod, sondern dass ich in meiner Lebenszeit eine wesentlich größere und weitere Zeit, und das sind 100.000 Jahre jetzt vom kosmischen Bewusstsein her, ja nichts. Aber es ist für mich, das, was du machst, ist eine Annäherung an das, was früher zum Beispiel Masi im indischen Raum als kosmisch gesagt hat, ich sehe mich selbst nicht mehr in der Lebenszeitspanne, sondern in der Spanne einer wesentlich größeren kosmischen Zeit und Dimension. Und das, was du machst, ist sozusagen 100.000 Jahre, und das ist für mich sehr modern. Für ein Inder sind 100.000 Jahre ein Wimpernschlag vom Brahman. Das heißt, es wird sozusagen, das ist ein Wimpernschlag für uns modernen Menschen, die wir gewohnt sind, eigentlich nur die 80 Jahre zu sehen zwischen meiner Geburt und meinem Tod, sind 200 Jahre, geschweige denn 100.000 Jahre schon eine wahnsinnige Zeit, wo wir uns transzendieren in Nachhaltigkeit und was immer jetzt diese Termini sind, die hier auftauchen. Von diesen alten Kulturen gesehen ist das Wort kosmisch ist genau der Versuch sozusagen in diese ganz anderen Zeiten, die Griechen haben das Äonen genannt. Das heißt, ich denke plötzlich in Äonen und nicht mehr in einer Lebenszeitspanne. Dadurch hat das dann diesen ganz anderen Charakter, was da plötzlich wichtig wird, ja, in dieser Zeit. Ich glaube, was mich auch noch zusätzlich zu dem interessiert, ist dieser Begriff des Dingfestmachen. Das ist super interessant, weil das eigentlich ein sehr bezeichnender ist unserer europäischen objektivierenden Wissenschaftskultur. Und diese ganzen Präparate von Toten sind ja dingfest gemacht. Und es hat eigentlich nichts mit dem Tod zu tun, weil der Tod ist ein Prozess, wie du sehr schön dargestellt hast, der dauert 48 Stunden oder wie man halt beziffert, aber es ist nicht ein Ding, was man festhält und für die Ewigkeit festhält. Es hat ja nichts mit dem Tod zu tun, was da eigentlich ist. Und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, das, was du so erwähnt hast, dass wir unsere toten Riten verlieren progressiv. Wir haben sie nicht gänzlich verloren, aber wir verlieren sie immer mehr. Und das ist einen großen Ekel vor Altern, vor Prozess. Das ist ja auch kulturell bedingt, weil diese. Ich muss auch leider sagen, ich muss Entschuldigung, das ist total unhöflich, weil wir haben gesagt, dass wir um 10:30 hier draußen sind. Und es ist jetzt 10:30. Ja, bitte. Ich glaube, das ist sehr kulturell gewachsen. Das ist, weil diese europäische Objektivierungskultur einen so hohen Stellenwert hat, dass wir nicht umgehen können mit dem Verfallen, mit dem Sterben. Und das Absurde daran ist, uns gelingt es ja, Sachen dingfest zu machen. Wir haben Plastik und es ist dingfest für eine ziemlich lange Zeit für unsere Körperverfahren. Und ich glaube, das ist so das Paradox, in dem wir sind, dass eigentlich dieses Unreale, nur die Idee des dingfest machen, das hat sich wirklich verwirklicht und das ist eigentlich unser Problem jetzt geworden. Und mit der Schlussanekdote, es gibt, meine Freundin erzählt, in München einen Waldfriedhof, wo versucht wird, mit diesem großen wachsenden ökologischen Bewusstsein klarzuwerden, was ja viele Menschen haben. Und dort wurden die Menschen einfach in den Wald vergraben, in ein kleines Kreuz dorthin und dann verwesen sie da. Das Problem war, dass der durchschnittliche Max Mustermann, der stirbt, so viel Antibiotika, so viel andere Medikamente drin haben,
dass die Gefahr war, dass das Grundwasser vergiftet wurde und man so deswegen alle wieder ausgraben muss und eine Plastikplane unter diesem Beispiel kommt. Plastikplane! Genau. Und das ist das Bild für das, die Scheiße, in der wir ja stecken. Das ist jetzt mein Schlusswort, aber. Finde ich toll! Vielen Dank euch, vielen Dank für euer Wissen, eure Beiträge. Ich habe versprochen, dass vom Halb drauf. Ich weiß, ihr Linde hätte eine tolle Geschichte mit Plastik und Toten. Die müssen wir verschieben.